Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Seniorentreffler, ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich zu dem Vortrag gekommen seid und Interesse an meinem Thema habt. Künstliche Intelligenz wird meines Erachtens das Leben der Menschen sehr stark verändern und hoffentlich verbessern. Seit vielen Jahren beobachte ich die Entwicklung der Computer und der künstlichen Intelligenz. Meine Sichtweise ist hierbei die eines Neurobiologen, der die natürliche Intelligenz von Tieren und uns Menschen als die Leistung der Informationsverarbeitung im Gehirn ansieht. Ich bin mir bewusst, dass die Neurowissenschaften noch keinesfalls im Detail verstehen, wie die Verschaltung und Interaktion der etwa 86 Milliarden von Nervenzellen so etwas wie einen menschlichen Geist zustande bringen können. Aber ich sehe, wie die Informationswissenschaften die Neurowissenschaften durchdringen und umgekehrt biologische Gehirne und deren Funktionen zunehmend den Informatikern als Vorbild dienen. Es gibt ein Zusammenfließen der Neuro- und Informationswissenschaften. Angesichts dieser Entwicklung habe ich mich schon Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre in Seminaren und Aufsätzen gegen eine Verharmlosung der sich andeutenden digitalen Entwicklungstendenzen gewendet und betont, dass es wichtig sei, diese Entwicklungen bewusst zu lenken und sich nicht treiben zu lassen. Mehr als 40 Jahre später halte ich nun diesen Vortrag. Enormes hat sich innerhalb dieser kurzen Zeitspanne getan. Computer sind keine isolierten digitalen Wunderwerke mehr, sondern Knoten in einem Netz. Alles ist mit jedem verbunden und die Spielregeln haben sich komplett gewandelt. Aber noch immer halten sich alte Vorurteile, die offenbar nicht auszurotten sind. Und in der allgemeinen Vorstellung werden die Grenzen der Entwicklung mittels unhaltbarer Unmöglichkeitspostulate weiterhin viel zu eng gezogen. Dabei werden die Grenzen für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz allein durch die Naturgesetze bestimmt, die auch die Evolution der natürlichen Intelligenz ermöglicht haben. Es ist kein Naturgesetz oder Gesetz der Logik bekannt, das speziell nur die Fähigkeiten künstlicher Gehirne beschränken würde. Eher ist es so, dass die Biologie unserer Gehirne ihre Grenzen setzt. So ist zum Beispiel der Temperaturbereich, in dem sie funktionieren können, klein und ihre theoretische Rechengeschwindigkeit ist aufgrund der Biochemie ihrer Bausteine begrenzt. Es ist deshalb unter Umständen gefährlich, die Entwicklung der künstlichen oder maschinellen Intelligenz zu unterschätzen. Wir sollten aufhören, die Leistungen unserer Gehirne zu überschätzen und erkennen, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz zwar erst am Anfang steht, aber uns schon heute bei vielen Aufgaben haushoch überlegen ist. Ich persönlich leugne die Vorteile nicht, die sich daraus ergeben und die auch ich nach Möglichkeit nutze. Aber ich stelle die Frage, was bleibt vom Menschen? Zuerst möchte ich euch jetzt kurz erläutern, warum ich mich überhaupt für diese Thematik begonnen habe zu interessieren. Bereits als Schüler habe ich mich für die biologische Evolution begeistert und zum Beispiel das Buch Der Mensch im Kosmos von Taya de Chardin verschlungen. Haften geblieben ist mir eine der Kernaussagen Taya de Chardins von der Diskontinuität in der Kontinuität. Das klingt kompliziert, was er damit aber meint, ist Folgendes. Sehr lange Zeit ändert sich oft nur sehr wenig in der Zeiteinheit. Alles sieht stabil aus,
Aber dann plötzlich treten erstaunlich schnelle Zustandsänderungen auf, wenn zum Beispiel irgendein Parameter einen kritischen Wert erreicht. Einfachstes Beispiel ist das Erhitzen von Wasser. Lange Zeit geschieht nichts Dramatisches, aber plötzlich beginnt das Wasser zu kochen, weil es seinen Aggregatzustand ändert und zu Gas wird. Taya Deschandain veranschaulicht mit dieser Analogie das Entstehen des Geistes. Über Jahrmillionen sind die Gehirne der Tiere aufgrund der biologischen Gesetzmäßigkeiten immer größer und komplexer geworden. Und dabei ist das, was wir den Geist oder die Seele nennen, herangereift, um dann bei der Menschwerdung zu explodieren. Meine von Taya Deschandain und Konrad Lorenz inspirierte schulische Abschlussarbeit über die Menschwerdung, die Evolution des Menschen, brachte mir ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ein, das mir das Studium der Biologie in Freiburg und der Biochemie in London ermöglicht hat. Gearbeitet habe ich zeitlebens neurobiologisch mit dem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Gehirnentwicklung. Ich habe bereits Mitte der 70er Jahre am Lehrstuhl für Genetik bei Professor Martin Heisenberg als Assistent ein Seminar zur Thematik natürliche und künstliche Intelligenz organisiert und weiß, dass dieses Seminar damals die berufliche Karriere einiger Studenten maßgeblich beeinflusst hat. Mein Ziel war es, durch den Vergleich der natürlichen Intelligenz mit der künstlichen Intelligenz verständlich zu machen, wie künstliche Intelligenz funktioniert und warum für mich die Entwicklung künstlicher Gehirne und künstlicher Intelligenz fast grenzenlose Entwicklungschancen bietet. Selbstverständlich können auch künstliche Gehirne keine Aufgabe lösen, die grundsätzlich unlösbar sind. Aber wie ich schon sagte, es gibt kein Naturgesetz oder Gesetz der Logik, das nur für natürliche Gehirne gelten würde. Grenzen, die natürlichen Gehirnen gesetzt werden, die gelten natürlich auch für künstliche. Ich möchte jetzt zunächst meinen Vortrag gliedern und dazu gebe ich mal meinen Bildschirm frei. Also in der Gliederung ist der erste Punkt, möchte ich darüber sprechen, was eigentlich die Ursache dafür ist, dass sich die biologische und die kulturelle Evolution so stark beschleunigen. Was ist Intelligenz überhaupt und wozu ist sie gut, ist dann die nächste Frage, die ich stelle. Und von Interesse ist natürlich auch, was passiert beim Lernen im Gehirn. Natürlich werde ich bei all diesen Punkten relativ vereinfachen und verkürzen müssen, schon aus Zeitgründen, um alles unterzubringen heute Abend. Und wir werden uns dann fragen, können auch künstliche neuronale Netze lernen und gibt es da Parallelen zu den natürlichen neuronalen Netzen? Dann werde ich einige Beispiele für Leistungen künstlicher neuronaler Netze bringen. Deep Learning, Deep Art, Deep Dream und auch Deep Fake werde ich erwähnen. Und dann ist ja der Untertitel des heutigen Abends, das Zeitalter der Roboter hat begonnen. Ich werde zeigen, warum es wichtig ist, den Elektronengehirn auch Körper zu geben und was das für ihre Lernprozesse bedeutet. Industrieroboter werde ich nur kurz streifen, selbstfahrende Autos erwähnen, weil wir ihnen heute teilweise schon auf der Straße begegnen. Witzigerweise hat gerade heute Mercedes selbstfahrende Funktionen bis 60 Stundenkilometer, also optimal für Fahrten im Stau,
freigegeben und begonnen, das zu verkaufen. Dann werden wir über humanoide Roboter sprechen. Warum brauchen Roboter, warum ist es sinnvoll, zumindest einigen auch menschliche Gestalt zu geben? Und am Ende werden wir die Frage stellen, ob auch so etwas wie Superintelligenz möglich ist. Dazu gibt es ganze Bücher und da werden wir ausführlich drüber zu reden haben. Die Diskussionsthemen möchte ich natürlich nicht vorgeben. Da hat jeder von euch auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber ich denke, man wird auch über Turing-Test, Roboter, Bewusstsein, Gefühle und Moral, dickes Fragezeichen, zu reden haben. Jetzt komme ich also zur Frage, warum hat sich die biologische Evolution im Laufe der Jahrmillionen beschleunigt? Vielleicht sollte man da erst sich mal vergegenwärtigen, dass tatsächlich so eine Beschleunigung stattgefunden hat. Dazu habe ich jetzt hier die Zeitleiste der Erdgeschichte mal übersetzt in Entfernungen. Wir gehen jetzt mal davon aus, auf dieser Skala wären Meter dargestellt und ein Meter würde 1 Milliarde Jahre entsprechen. Das heute wäre bei der Null, das ist heute. Und die Entstehung der Erde, denkt man, dass die sich gebildet hat, so zwischen 4 und 5 Milliarden Jahren in der Vergangenheit. Irgendwann dann sind die Einzeller aufgetaucht. Also man glaubt wohl erste Fossilien von oder Abdrücke von Einzellern gefunden zu haben, so ab 1,5 Milliarden Jahre in der Erdgeschichte. Und dann ist es aber Schlag auf Schlag gegangen. Dann kamen die Tiere mit harten Schalen im sogenannten Kambrium. Das sind, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, etwa 520 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Dann kamen die ersten Fische, dann die ersten Säuger. Und wir sehen, die sind schon sehr nah am Heute und am Jetzt. Und ja, die Affen, die kamen praktisch heute. Da ist überhaupt nicht mehr viel Zeit für die Evolution des Menschen. Und wenn man die menschliche Kulturgeschichte, wenn wir die mit 10.000 Jahren ansetzen, dann würde das in dieser Skala, würden das 10 Mikrometer sein. Der Strich wäre also kaum erkennbar, dieser rote Strich. Das heißt, die menschliche Kulturgeschichte ist ein Klacks und sie hat im Grunde genommen noch gar nicht richtig begonnen, wenn man die Gesamtgeschichte der Erde betrachtet. Und wenn wir davon ausgehen und großzügig sind, dass wir es nicht schaffen, uns in Grund und Boden zu bomben, dann hätten wir eventuell die Möglichkeit, noch hunderte von Millionen Jahre für die kulturelle Evolution. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass all das, was die Naturgesetze ermöglichen, auch realisiert werden könnte, technologisch in der kulturellen Evolution. So, was, also wenn wir jetzt diese Grafik zum Anlass nehmen, als wahr anzusehen, dass die biologische Evolution sich beschleunigt hat, dann liegt das daran, da werde ich nicht ausführlich jetzt drauf eingehen, das werde ich einfach behaupten, dass wir Organismen aus Bausteinen aufgebaut sind. Wir sind modular aufgebaut. Schon die Einzeller, diese Amöbe hier zum Beispiel, die ist entstanden durch die Verschmelzung von einzelligen Lebewesen, die noch keinen echten Zellkern hatten. Und einige von denen haben sich zu Organellen wie Mitochondrien entwickelt, die es in allen Tieren, auch bei uns, in jeder einzelnen Zelle noch gibt.
Und in Pflanzen gibt es auch solche Bausteine neben den Mitochondrien, auch die Plastiden. Aber diese Einzeller haben dann auch mehrzellige Organismen aufgebaut und mehrzellige Organismen haben Gesellschaften, Sozietäten aufgebaut. Das heißt, dieser modulare Aufbau bedeutet, dass jede neue Stufe in der Evolution die Bausteine der früheren Stufe benutzt und dadurch beschleunigen sich natürlich die Prozesse. Und diese Ursache der Beschleunigung in der biologischen Evolution findet ihre Entsprechung eben auch in der Evolution von Maschinen. Jede hilfreiche Maschine beschleunigt die Entwicklung noch hilfreicherer Maschinen. Im Englischen ist dieses Prinzip als The Law of Accelerating Returns bekannt geworden. Die deutsche Übersetzung davon wäre das Gesetz der sich beschleunigenden Rendite. Ray Kurzweil hat dieses Gesetz in seinem Buch The Singularity is Near, auf Deutsch Menschheit 2.0, die Singularität naht, mit eindrucksvollen Beispielen belegt. Das ist der Herr Kurzweil, der eben ein sehr einflussreiches Buch geschrieben hat, das in den USA fast zu einer neuen Religion geführt hat. Er hat vielleicht das sogar intendiert, auch um sein Buch gut zu verkaufen, weil The Singularity is Near klingt so missionarisch. Und so ein bisschen ist das Buch auch missionarisch, was aber nicht bedeutet, dass alles, was dieser Mensch geschrieben hat in seinem Buch, Unsinn ist. Denn sein Gesetz, The Law of Accelerating Returns, schlägt sich auch nieder in einer Regel oder in einem Gesetz, das der Intel-Gründer Gordon Moore formuliert hat. Also, das Moore'sche Gesetz ist eigentlich kein Naturgesetz, sondern es ist ein Postulat von einem intelligenten Mann, von diesem Gordon Moore, das sich allerdings, er hat es aufgestellt in den 70er Jahren, das hat sich aber experimentell quasi bestätigt. Und er hat gesagt, dass sich die Baudichte auf den Mikrochips, die man für den Bau von Computern benutzt, dass die sich quasi alle 2 Jahre verdoppeln. Und das hier ist eine logarithmische Skala. Das ist ganz wichtig, dass man das sich verdeutlicht. Hier ist auf der Y-Achse nicht etwa 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Transistoren pro Flächeneinheit der Chips dargestellt. Nein, sondern das geht 1000, 10.000, 100.000, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, 1 Milliarde, 10 Milliarden, 50 Milliarden. Wie schwierig es für uns Menschen ist, exponentielles Wachstum, das sich dann hinter so einer logarithmischen Grade verbirgt, zu verstehen, das hat ja die Corona-Pandemie gezeigt. Wir haben hier im Seniorentreff diskutiert mit Leuten, die nicht kapieren wollten, was exponentielles Wachstum bedeutet und wie schnell ein Infizierter zu der Infektion von Zehntausenden zu Hunderttausenden und zu Millionen Krankheitsfällen führen kann. Es ist klar, dass ein exponentielles Wachstum, wie hier dargestellt, von 1970 bis 2020, über 50 Jahre mit der Verdopplung alle 2 Jahre, das ist eine Exponentialfunktion 2 hoch 25 und bedeutet, dass sich die Dichte der Bauteile um das 33 Millionenfache des Ausgangswertes vergrößert haben. Und unser Gehirn kann das quasi gar nicht richtig verarbeiten.
Wenn wir uns aber diese Funktion linear anschauen und uns hier diese Zweierpotenz aufmalen, dann sehen wir, dass uns das doch schon wirklich eher an das Aufkochen von Wasser erinnert. Lange Zeit passiert überhaupt nichts. Die Kurve bleibt flach und dann plötzlich aber biegt sie nach oben ab und es explodiert quasi. Das ist das Wesen exponentiellen Wachstums und dessen Wesen begreifen wir nur, wenn wir uns nicht logarithmische Kurven angucken, sondern wenn wir uns die lineare Darstellung vor Augen führen. Also hier die lineare Darstellung der Funktion 2 hoch x. Die Entwicklung von intelligenten Maschinen jedenfalls hat durch den enormen Fortschritt der zugrunde liegenden Chip-Technologie eine sprunghafte Beschleunigung erfahren. Und diese Entwicklung ist auch noch nicht beendet. Wir dürfen gespannt sein, was für Entwicklungssprünge uns noch Quantencomputer, die derzeit in der Entwicklung sind, bringen werden. Wir leben in einer spannenden Zeit, in der die Welt aus den Fugen zu geraten droht. Es scheint vermessen, sich mit dem akademischen Thema natürliche und künstliche Intelligenz zu beschäftigen. In einer Zeit, in der die Menschheit wieder einmal daran arbeitet, sich in die Steinzeit zurückzubomben. Meines Erachtens ist es aber gerade jetzt, wo es an ihr mangelt, an der Zeit zu fragen, was ist Intelligenz überhaupt und wozu ist sie gut? 1979 habe ich einen Aufsatz geschrieben, der in seiner Langform inzwischen auf zum.de nachzulesen ist und seiner Kurzform 81 publiziert wurde, Mensch und Computer. Da habe ich in der Zusammenfassung geschrieben, und das gilt auch heute noch, Intelligenz ist die Fähigkeit, vorauszuschauen, zu bewerten und zu entscheiden, verknüpft mit der Fähigkeit, aus den Konsequenzen der Entscheidungen zu lernen. Das heißt zum Beispiel zur Veränderung und Anpassung der Bewertungsmaßstäbe zu kommen durch den Lernprozess. Auch Maschinen können über alle diese Eigenschaften verfügen und damit Tätigkeiten wahrnehmen, die Intelligenz erfordern. Gut, und das möchte ich eben auch heute im Laufe des Vortrags belegen. Also wir verknüpfen Intelligenz eng mit der Fähigkeit zu lernen. Diese Fähigkeit wurde in der Evolution der Tiere durch die Ausbildung von immer komplexeren Gehirnen zur Perfektion gebracht. Dabei findet zumindest in den Anfängen und in seinen primitiveren Formen Lernen instinktiv und automatisch statt. Es ist sozusagen der Instinkt des Gehirns. Dieses Lernvermögen ist tief in der Biologie der Gehirne in deren neuronalen Netzen verankert. Nehmen wir ein neugeborenes Baby als Beispiel, bevor wir hier zu dem Schimpansen kommen. Einige überlebenswichtige Verhaltensweisen sind fest einprogrammiert. Dazu gehört das Atmen, der Saug- und der Greifreflex, ja sogar das Lächeln, wie man weiß. Der Säugling muss jedoch sehr viel Neues lernen. Dazu ist sein Gehirn hervorragend ausgestattet. Im Laufe der Zeit lernt er zum Beispiel Gesichter zu unterscheiden und die Sprache seiner Eltern zu verstehen und schließlich zu sprechen. Er lernt seine Welt kennen und findet sich mehr und mehr und besser in ihr zurecht. Die Lernmechanismen, die dabei zum Einsatz kommen, sind vielfältig. Persönlich möchte ich hier auch Erfahrungen berichten, die ich mit meinem eigenen Sohn hatte. Ich erinnere gerne den Moment, als er entdeckte,
dass man mit einem Lichtschalter das Licht an- und ausmachen kann. Er hat das dann nicht einmal, nein, er hat das gleich 10 bis 20 Mal hintereinander probiert. In der Fachsprache heißt dies operantes assoziatives Lernen. Der Organismus erfährt Rückmeldungen auf sein Verhalten, die dieses Verhalten fördern oder hemmen können. Gelernt wird eine Wenn-Dann-Beziehung. Seit dem Lernprozess weiß mein Sohn für immer, dass man mit einem Lichtschalter Licht ein- und Licht ausschalten kann. Vielen wird auch der Begriff der klassischen Konditionierung bekannt sein. Als Beispiel ist hier das Experiment des russischen Physiologen Pavlov mit einem Hund zu nennen. Vor der Fütterung ließ er immer eine Glocke ertönen und stellte fest, dass der Hund schon sehr bald allein auf das Signal der Glocke zu sabbern begann, weil er auf das Futter wartete. Generell gilt, dass wir darauf programmiert sind, Reize, die wiederholt vor einem Ereignis stattfinden, beginnen als Ursache für dieses Ereignis zu begreifen. Ein Blitz führt immer zum Donner. Wir bauen uns auf diese Weise allmählich ein kausales Bild der Welt auf. Wir werden durch dieses Lernen in die Lage versetzt, der Zeit ein wenig voraus zu sein. Sobald wir eine gelernte Ursache für ein Ereignis erkennen, können wir uns auf dieses Ereignis vorbereiten. Diese Lernreflexe, die wir nicht vermeiden können, können uns aber auch in die Irre führen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Fußballtrainer, der viele Spiele mit seiner Mannschaft gewonnen hat, während er einen grünen Schal um den Hals gewunden hatte, der hält nun seinen Schal für seinen Talisman und Glücksbringer. Das heißt, Korrelation kann eine kausale Verknüpfung vortäuschen. Wir kennen das auch von den Störchen. Dort, wo in einem Dorf viele Störche vorkommen, gibt es viele Babys. Aber wir wissen, das ist keine Kausalursache. Wir müssen also immer denken, dass Lernmechanismen grundsätzlich fehlerbehaftet sind. Und das gilt auch, wenn wir uns später mit maschinellen Lernprozessen beschäftigen. Auch sehr intelligente Lernprogramme können Fehler machen. Tierische und deswegen ist dieses Bild hier und auch menschliche Organismen haben aber noch mehr Lernmechanismen im Köcher. Zum Beispiel erwähnenswert ist das Handeln aus Einsicht, das erst dann stattfinden kann, wenn wir in unserem Kopf ein gutes Modell der Welt gebaut haben. In diesem Modell können wir dann Handlungen durchspielen. Wir müssen zum Beispiel nicht mehr den Abgrund herunterspringen, um mit Versuch und Irrtum zu lernen, dass wir uns dann die Knochen brechen, sondern es reicht, wenn wir uns das vorstellen, dass wir darunter springen und uns die Knochen brechen, um es nicht zu tun. Und Lernen aus Einsicht ist deswegen sowas wie Advanced Learning oder fortgeschrittenes Lernen. Und das kennt man bei Vögeln und kennt man auch bei Affen und hier bei Schimpansen. In diesem Experiment, das hier dargestellt ist, wurde gemeinerweise vom Experimentator an der Decke des Versuchsraums eine Banane befestigt, die ja bekanntermaßen von diesen Affen eine Lieblingsspeise ist. Und sie konnten nicht so hoch springen, was sie sichtlich erzürnt hat. Vom Experimentator waren allerdings auch noch einige Holzkisten verteilt worden in dem Raum. Und der Affe, der jetzt diese Holzkisten hochgestapelt hat, um an die Banane zu kommen, der hatte in einer Ecke gesessen längere Zeit und seine Blicke waren von der Banane zu den Holzkisten und zurück zur Banane gegangen
Und plötzlich war er losgesprungen und hat schwuppdiwupp die Holzkästen aufeinander gebaut, ist hochgesprungen und hat sich die Banane gekrallt. Und das heißt, er hatte wohl einen Geistesblitz. Und ein solcher Geistesblitz setzt eben immer voraus, dass man in einem inneren Weltmodell die Lösung für ein Problem gefunden hat. Und das Schöne ist an diesem Bild, das liebe ich deshalb so, dass man auch noch ein zweites sehr wichtiges Lernverhalten erkennt, das Vögel und auch Primaten zeigen. Und das ist das Lernen durch Nachahmung. Dieser Affe rechts unten hier, der schaut sich das Ganze an. Und wir können sicher sein, das nächste Mal wird er das genauso machen. Dieses soziale Lernen ist eine ganz wichtige Form des Lernens. Und wir Menschen, Homo sapiens, hat das ja in der Form der Schule und Universitäten sozusagen institutionalisiert. Aber hier noch ein anderes nettes Beispiel, das einfach zeigen soll, zu zweit lernt sich einfach besser. Diese Kapuzineräffchen löffeln ihren Joghurt aus diesen engen Kolben, an die sie nur mit Werkzeug herankommen können. Das eben als schönes Beispiel für Lernverhalten. Ja, so beim sozialen Lernen fließt Information vom erfahrenen Individuum auf das unerfahrene Individuum. Und man nennt das Lernen durch Nachahmung. Das ist hier ein nettes Bild. Soziales Lernen ist bei vielen Tieren beobachtet worden, zum Beispiel bei Fischen, Reptilien, Vögeln und Säugern, Walen und Affen. Wir werden sehen, dass gemeinschaftliches Lernen auf maschinellem Niveau noch einmal eine ganz andere Qualität gewinnen kann. Doch zunächst möchte ich die Frage stellen, was passiert eigentlich bei den Lernprozessen im Gehirn? Also ich werde heute Abend nicht die Zeit haben, um ausführlich auf Gehirnanatomie und Gehirnmechanismen einzugehen. Aber ich möchte doch die Struktur des Grundelementes erwähnen, die Struktur einer einzelnen Nervenzelle, auch Neuron genannt. Denn nur dann verstehen wir auch, was unter einem neuronalen Netz zu verstehen ist und was Lernprozesse in einem solchen Netz verändern. Wichtig zum Verständnis der Funktionsweise eines solchen Neurons ist, dass es normalerweise sehr viele Eingänge hat. Wir sehen hier den sogenannten Dendritenbaum und eine solche Nervenzelle kann zu Zehntausenden anderen Nervenzellen über den Dendritenbaum Kontakt haben und von diesen Informationen abgreifen. Und ganz wichtig ist, dass die Information von diesen sehr vielen Inputs dann konvergiert auf einen einzigen Ausgang. Die Information, die Nervenzelle prozessiert hat, die Schlussfolgerungen, die diese Nervenzelle gezogen hat aus den Tausenden von Eingängen, die sie hat, diese Schlussfolgerung wird hier über das Axon, den Nervenfortsatz, weitergeleitet zu den Ausgängen. Hier kann sich das Axon verzweigen und auch auf sehr viele andere Nervenzellen, sogenannte Synapsen, Kontakte ausbilden. Wichtig ist aber, dass alle diese Synapsen den gleichen Ausgangswert weitertragen. Das heißt, wir haben viele Eingänge, aber nur einen Ausgangswert. Und das erinnert natürlich auch an die logischen Bausteine von Computern. Und es darf nicht verwundern, dass auch schon sehr früh Computermodelle einzelner Neurone gebaut worden sind. Man hat Eingänge, man hat einen Ausgang
Und man kann mit Hilfe von zwei Eingängen zum Beispiel sich sehr leicht überlegen, dass ein solches Element eine logische Unschaltung macht. Das heißt, hier steht eine 1 an, wenn beide Eingänge Signale empfangen. Oder man kann eine Oder-Schaltung machen. Das heißt, hier steht eine 1 und keine 0 an, wenn zumindest einer dieser Eingänge ein Signal erhalten hat. Also schon 1943 wurden solche einfachen künstlichen Nervenzellen von McCulloch und Warren McCulloch und Walter Pitts vorgeschlagen. Und sie konnten zeigen, dass man mit denen tatsächlich solche logischen Funktionen machen kann. Wichtig zum Verständnis von Gehirnen ist aber, dass ein Neuron nicht alleine ist. Bei uns im menschlichen Gehirn weiß man inzwischen ziemlich genau, dass wir 86 Milliarden Nervenzellen haben. Die Gliazellen lasse ich mal unter den Tisch fallen. Die sind noch mal genauso häufig oder sogar häufiger. Also 86 Milliarden. Das ist etwa 10-mal so viel, wie es heute Menschen auf der Erde gibt. Diese 86 Milliarden Nervenzellen machen natürlich unglaublich komplexe Nervennetze, wo keine Chance besteht, dass man die heute schon mit künstlichen neuronalen Netzen nachbauen könnte. So komplex sind diese immer noch nicht. Aber wir schauen uns wenigstens mal drei Nervenzellen an, um im Prinzip zu verstehen, wie Lernverhalten automatisiert im Gehirn ablaufen könnte. Wir haben hier drei Nervenzellen. Die Verbindungen zwischen den Nervenzellen werden durch die Synapsen, die Kontaktstellen, gebildet. Also hier oder da. Zwei von diesen Nervenzellen, die bringen ihr axonales Signal auf diese Dendriten. Die sind also vor der Synapse angebracht. Die nennt man deshalb präsynaptisch, diese beiden Nervenzellen. Das hier wäre die postsynaptische, die Zelle, die nach der Synapse steht. Und wir haben ja elektrische Impulse, die im Nervensystem ablaufen. Es ist jetzt so, dass es wichtig ist, um zu verstehen, was das jetzt bedeutet, was ich sage. Wenn diese beiden Nervenzellen hier gleichzeitig feuern, wird die Synapse zwischen ihnen verstärkt und es werden eventuell sogar auch neue Synapsen gebaut. Der Kontakt zwischen diesem Neuron, dem präsynaptischen und dem postsynaptischen, wird verstärkt. Und Zellen, die nicht synchron feuern mit dieser hier, da werden die Synapsen eher abgebaut. Wichtig ist jetzt zu verstehen, dass ich habe ja nicht alle 10.000 präsynaptischen Nervenzellen hier einzeichnen können, dann hätten wir nämlich gar nichts mehr gesehen, sondern hier sind nur zwei eingezeichnet. Diese Zelle hier steht stellvertretend für die Gesamtheit der präsynaptischen Zellen, die gefeuert haben, um den Schwellwert zu erreichen, dass das Signal hier weitergegeben wird. Das heißt, es gibt sehr viele andere Neurone, die wahrscheinlich auch gefeuert haben, sodass erstmal diese Zelle, diese Synapse dann hier verstärkt wurde. Allerdings, diese Verstärkung solcher Synapsen, wenn das eben fast regelmäßig vorkommt, wenn das die Glocke wäre und diese nicht sichtbaren Eingänge hier das Futter wäre beim Hund, der eben auf das Futter wartet, dann würde die Verbindung zwischen dem Kanal, der dann hier den Speichelfluss bewirkt, der würde alleine dann von dem Glockensignal irgendwann mal hinreichend ausgelöst werden, weil dieses Signal stark genug wäre, ohne dass hier Futtersignale kommen, dieses Neuron, das für den Speichelfluss verantwortlich wäre, anzuregen. Also
Das ist ein Reflex, der auf zellulärem Niveau abläuft, und diese Verstärkung der Synapsen ist ein zellulärer biochemischer Mechanismus, der automatisch abläuft, wenn diese zeitlichen Bedingungen gegeben sind, dass eben Futter und Glocke zeitlich benachbart zu kommen, dass hier dieses Neuron feuern kann. Ja, und es war 1949 bereits, dass ein Donald Ohep, ein Psychologe, ein Buch geschrieben hat, die Organisation des Verhaltens. Und er hat dabei diese Hebbsche Lernregel postuliert. Und sie besagt, je häufiger ein präsynaptisches Neuron gleichzeitig mit einem postsynaptischen Neuron aktiv ist, umso stärker und zahlreicher werden die Synapsen zwischen den beiden Neuronen. Das ist eine der Möglichkeiten von biochemischen Lernmechanismen. Es gibt noch andere, aber uns genügt das jetzt hier. Das bedeutet, wenn wir lernen, geschieht in unserem Kopf sehr viel. Es werden eventuell neue Synapsen gebildet. Und tatsächlich bei den Berufstaxifahrern in London hat man sogar festgestellt, dass sich die Größe bestimmter am Lernen beteiligter Gehirnareale, die Hippocampi, vergrößern, wenn sie den Londoner Stadtplan mit über 25.000 Straßennamen und 20.000 Sehenswürdigkeiten auswendig lernen müssen, um ihre Prüfung zu bestehen. Die Frage ist jetzt, kann man auch künstliche Neurone zu lernfähigen Nervennetzen zusammenschalten? Und die Antwort ist ja, man kann. Und wenn man zum Beispiel bei Wikipedia nach der Hebbschen Regel nachschlägt, dann kann man sehen, dass dort schon steht, dass man die Hebbsche Regel auch auf zwei künstliche Neurone anwendet, wenn die gleichzeitig angeregt sind, dann verstärken sich auch die Gewichte, die Verbindungen zwischen solchen entsprechenden Nervenzellen, sage ich jetzt, ich meine zwischen diesen künstlichen Neuronen. So ein künstliches neuronales Netz besteht aus verschiedenen Schichten. Es hat eine Eingangsschicht. Dann hier, das ist natürlich das einfachste Netz, das man sich vorstellen kann. Das hat nur eine innere Schicht. Da das eine innere Schicht ist, nennt man die versteckte Schicht, auf Englisch Hidden Schicht. Und es gibt eine Ausgangsschicht. Und auch diese künstlichen Nervennetze lernen durch die Veränderung der Gewichtung ihrer Kontakte. Also hier die Synapsen, das sind die Kontakte zwischen Zellen, Nervenzellen bei uns im Gehirn. Und man kann auch die Gewichtung der Kontakte in solchen künstlichen Nervennetzen sich automatisch von der Aktivierung, die eben abhängig ist von der Erfahrung, von der Information, die durch solch ein Netz fließt, kann man automatisch eben auch die Verbindungsmuster in einem solchen Nervennetz verändern. Also ich möchte heute Abend ja das Prinzip deutlich machen, wie sehr die Computerwissenschaften von ihren biologischen Vorbildern gelernt haben, ohne zu sehr in die Finessen der Konstruktion heutiger künstlicher neuronaler Netze einzutauchen, von denen es inzwischen sehr viele Architekturen gibt, die sich in ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden und die auch Besonderheiten aufweisen. Hinweisen möchte ich aber darauf, dass künstliche Intelligenz zwar bereits sehr früh von einigen Forschern mit neuronalen Netzen verknüpft wurde, aber die ersten Erfolge von Computern mit alternativen logischen Schaltkreisen errungen wurden. Die Computer in den 60er, 70er und noch 80er Jahren, die haben all das, wo wir Menschen uns extrem anstrengen müssen, wo wir hart denken müssen,
da haben die mit oft spielerischer Leichtigkeit uns übertrumpft. Diese Computer der ersten Generation haben aber kläglich versagt bei Aufgaben, die wir Menschen ganz intuitiv locker aus dem Bauch heraus geleistet haben. Das Baby, das lernt, Gesichter zu unterscheiden, das eine Sprache lernt, das sind Dinge, das konnten die frühen Computer nicht, die auf einer Symbolsprache basierten und mit künstlichen Netzen noch nichts am Hut hatten. Also bei solchen intuitiven Problemen wie Sprachen lernen, Gesichter unterscheiden etc., da kommen heutzutage aber die neuronalen Netze ins Spiel. Das sind die Stärken, die neuronale Netze haben und die man heute aufgrund der verbesserten Rechenkapazität der Computer auch nutzen kann. 1958 fand das künstliche neuronale Netz von Frank Rosenblatt, das er Perzeptron nannte, zwar durchaus freundliche Aufmerksamkeit, aber die mangelhafte Rechenleistung der Computer führte eben zu einer drastischen Reduzierung der Anzahl der künstlichen Nervenzellen, die er einbauen konnte. Und 1969 wurde dann zu allem Überdruss durch die schon sehr bekannten Marvin Minsky und Seymour Papert vom MIT auch gezeigt, dass das konkret vorgeschlagene Perzeptron-Rosenblatt einige logische Aufgaben nicht lösen konnte. Und fälschlicherweise vermuteten diese Autoren auch, dass hier sogar ein prinzipielles Problem der neuronalen Netze vorliegen würde. Als Reaktion darauf hin wurde fast für 15 Jahre alle Forschungsgelder für neuronale Netze gestrichen und die Forschungen, die wurden nicht mehr weitergeführt, außer so im kleinsten Hobbymaßstab von einigen Unverbesserlichen. Erst die exponentielle Entwicklung der Rechenleistung moderner Computer, ich erinnere hier nochmal an das Moore'sche Gesetz, hat in diesem Jahrtausend zu einer fulminanten Wiederbelebung neuronaler Netze geführt, in denen mehr und mehr künstliche Neuronen implementiert werden können, während man eben in den Anfängen, in der Zeit, bevor diese Lücke von 15 Jahren bestand, 10 bis 100 Nervenzellen eingebaut hat in solche neuronalen Netze, ist es heute möglich, schon 1 Million oder mehr einzubauen, künstliche Nervenzellen. Und natürlich verläuft parallel hierzu die Erfolgsgeschichte dessen, was neuronale Netze zu leisten imstande sind. Als Stichwort möchte ich sogenannte Convoluted Neural Networks erwähnen, bei denen die einzelnen inneren Schichten funktionell nicht mehr uniform sind, sondern spezialisiert und bei denen nicht in allen Schichten jedes Neuron mehr mit jedem anderen verknüpft sein muss. Das ist also im Vergleich zu unserem Gehirn schon eine viel realistischere Situation, weil auch bei uns sind nicht alle 86 Milliarden Nervenzellen alle mit allen anderen verbunden, sondern es gibt Pathways, bestimmte Vorzugsrichtungen, in denen Verbindungen ausgebaut sind. Also diese convoluted neuronalen Netzwerke können auch das durchführen, was inzwischen selbstständiges, tiefes Lernen genannt wird. Das heißt Lernen ohne Anleitung durch Menschen. In der nächsten Folie möchte ich ein Beispiel für schrittweise Bilderkennung mit einem künstlichen neuronalen Netzwerk zeigen. Sollte zunächst vielleicht
hinweisen diese unterschiedlich dunkle Schattierung von Nervenzellen in den versteckten Schichten hier, das soll symbolisieren, dass diese Nervenzellen unterschiedliche Aktivierungsmuster haben. In dieser ersten Schicht, in der Input-Schicht, das ist sozusagen die lichtempfindliche Schicht, die Schicht der photosensiblen Nervenzellen, denen das Bild präsentiert wird. Die nehmen im Wesentlichen nur hell-dunkel wahr und wenn man, die nehmen dann hier, man sieht Pixel. Die nächste versteckte Schicht, da würden schon Kanten dargestellt. Das heißt, dieses Neuron hier wird nur dann erregt, wenn benachbarte Bildpunkte eine Kante bilden, schwarz-weiß oder weiß-schwarz-Kante. Und das wird dann immer spezifischer, die Komplexität nimmt zu und hier werden dann schon einzelne Teilobjekte wie eine Nase erkannt und dann auf dem Ausgangsniveau, dann wird zum Beispiel dieses eine Neuron hier, das wird nur dann erregt, wenn tatsächlich der George Washington als Bild gezeigt worden ist. Das entspricht dem sogenannten Großmutterneuron, nachdem früher die Neurophysiologen immer im Gehirn gesucht haben. Das steht natürlich nur stellvertretend für ein ganzes Ensemble von Nervenzellen, die diese Eigenschaft haben. Ich finde das deshalb so faszinierend, dass heute die künstlichen neuronalen Netze so dargestellt werden bei der Bilderkennung. Und wir wissen ja, dass die enorme Erfolge damit gefeiert haben. Ich finde das deshalb faszinierend, weil ich an der Uni in der Vorlesung noch die Experimente von Hubert und Wiesel an Säugern erläutert habe. Die haben 1958 Ergebnisse publiziert und geschaut, wie verarbeiten denn die Sehsysteme von Wirbeltieren, von Säugern, Bildinformationen. Und die waren zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen, dass nämlich zuerst Kanten wahrgenommen werden und dann immer komplexere Muster zusammengesetzt werden. Und zwar je tiefer man in die Schichten des Gehirns geht, je mehr Synapsen man übersprengt, je weiter man zur visuellen Kortex vordrängt, umso spezifischer wird die Information, die man ableiten kann, elektrophysiologisch. Ja, hier in dem Heft von Gehirn und Geist, da wurden gefeiert, dass eben Hubel und Wiesel vor 60 Jahren das Sehen durchschaut haben, wie das funktioniert. Doch ab den 1950er Jahren erkannte man, dass die Sehzellen im Auge den visuellen Input analysieren, filtern und vor allem auf Bewegungen und Kontraste reagieren. Wie dann das Gehirn bestimmte Informationen extrahiert, um daraus stufenweise ein Bild zu konstruieren, entdeckten David Hubel und Thorsten Wiesel. Und das heißt, das sind ganz ähnliche Entwicklungsschritte bei der Bilderkennung, die heute die künstlichen neuronalen Netze durchlaufen. Die visuelle Bilderkennung durch Deep Learning-Prozesse machte seit 2012 gewaltige Fortschritte. Dies ist auch auf der folgenden Tabelle zu sehen. Die Ergebnisse über mehrere Jahre von einem Wettbewerb für künstliche neuronale Netze darstellt. Und zwar war die Aufgabe, dass die entsprechenden neuronalen künstlichen Netze, die sollten die Bilder in einer riesigen Datenbank für Bilder, die sollten die Bilder klassifizieren und quasi beschriften. Also die sollten unten unter die Bilder
schreiben, worum es sich handelt. Und man sieht hier, die wurden im Laufe der Zeit immer besser. Und 2017 hat man den Wettbewerb eingestellt, weil die menschliche Fehlerquote bei etwa 5% liegt und man dann der Meinung war, wir sind jetzt gut genug, wir können uns anderen Problemen zuwenden. Und was man auch sieht, ist, dass die Anzahl der versteckten Schichten dieser neuronalen Netzwerke immer komplexer geworden ist. Also hier 2017 das neuronale Netz, das den Wettbewerb gewonnen hat, das hat schon 154 aufeinanderfolgende versteckte Schichten aufgewiesen. Gut, nochmal zu Deep Learning. Das Lernen in künstlichen neuronalen Netzen wird als Deep Learning bezeichnet, tiefes Lernen, weil es im Verborgenen, in den Hidden Layers abläuft. Das sind sozusagen, die bilden zusammen sowas wie eine Blackbox. Man weiß, was als Reiz am Eingang gegeben wird. Man stellt fest, was am Ausgang rauskommt und was aber dazwischen passiert. Da hat man eigentlich inzwischen bei solchen komplexen Nervennetzen gar nicht mehr im Detail die Kenntnis. Jetzt einige Erfolge von Deep Learning. Das habe ich einfach so aus dem Kopf heute Nachmittag noch aufgeschrieben. Da fehlt bestimmt viel. Also solche Nervennetze können Handgeschriebenes erkennen. Das wurde auch schon kommerziell bei der Post für Postleitzahlen genutzt. Die können vorlesen, also Text in Sprache übersetzen. Die können überhaupt das, was man ihnen sagt, erkennen. Wir sehen das gleich bei dem letzten Punkt, sinnvolle Konversion. Man kann sich mit diesen künstlichen neuronalen Netzen inzwischen ganz gut unterhalten, sinnvoller Sprache. Die Übersetzungen, das haben Sie vielleicht auch gemerkt, die sind mit der Zeit immer besser geworden. Früher haben wir noch über die Google-Übersetzungen immer gelacht. Heute sind die Google-Übersetzungen so gut, dass man manchmal überhaupt nichts mehr verändern muss, wenn man sie übernehmen will. Gesichtserkennung, Bilderkennung ist inzwischen auch extrem gut und perfektioniert und läuft automatisch mindestens so gut ab wie bei Menschen, die gut sind im Gesichtererkennen. Es gibt aber auch Menschen, die sind da nicht so gut im Gesichtererkennen. Programmcode schreiben können solche künstlichen neuronalen Netze. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, sie können schon programmieren. Das heißt, künstliche neuronale Netze haben gelernt, selber Programme für künstliche neuronale Netze zu schreiben. Dann gibt es Deep Dream, Deep Art, Deep Fake. Da zeige ich gleich noch ein paar Beispiele. Kann in der Diskussion vielleicht auf einiges mehr eingehen. Dann, was sehr gut ist, Krankheitsdiagnosen. Also den Ärzten kann geholfen werden, wenn sie nicht weiter wissen. Das sind inzwischen nicht einfach Expertensysteme wie in den 80er Jahren, sondern die sind inzwischen teilweise wesentlich besser geworden durch sogenanntes Deep Learning. Wir wissen, dass in der Spielewelt gegen Deep Learning Maschinen sowieso auch Weltmeister keine Chance mehr haben. Backgammon und Go-Spiele galten als sehr kompliziert für Menschen und man hat gedacht, das werden lange die menschlichen Domänen bleiben. Schachspiel ist ja schon praktisch mit klassischen Methoden in den 90er Jahren gefallen als Domäne des Menschen. Inzwischen wurden auch Backgammon und Go-Spiel perfektioniert und Menschen haben da keine Chance mehr. Dann die Google-Suche ist so gut, wie sie ist, weil sie auf Deep Learning-Algorithmen beruht.
Wir bekommen persönliche Werbung, was manche ärgert. Ich finde das ganz gut, dass ich für manche Dinge wie Abnehmen und so keine Werbung kriege. Also ich finde gut, dass die Werbung auf mich persönlich, auf meine Interessen zugeschnitten ist. Andere finden das vielleicht nicht so. Was vielleicht nicht jedem klar ist, die Navigationssysteme, die wir heutzutage in den Autos verwenden, sind ziemlich kluge Systeme, die zwei Punkte A und B in 0,nix den kürzesten Weg finden können und dabei auch noch eventuell aktuelle Verkehrsinformationen verarbeiten. Und das können die auch nur, weil im Hintergrund eine künstliche Intelligenz aktiviert wird, die diesen kürzesten Weg für uns sucht. Und sinnvolle Konversation kann geführt werden von Deep Learning Maschinen. Wer das jetzt vielleicht nicht glaubt, dem möchte ich das mal vorführen. Und zwar schon 2017 war das, glaube ich, als der Chef von Google, der CEO, Google Duplex vorgestellt hat. Das ist ein Algorithmus, den man bitten kann, er soll in einem Restaurant für einen doch einen Tisch bestellen. Der arbeitet also wie eine Sekretärin. Und in dem folgenden Telefonat ist das die männliche Stimme. Und wenn ich das jetzt nicht dazu gesagt hätte, bin ich mir nicht sicher, ob ihr gemerkt hättet, wer denn nun der Computer ist. Can I hear you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. Entschuldigung, dass das auf Englisch ist, aber genießt mal die Sprache. Four people, when Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we reserve for like after like 5 people. For Google, you can come. How long is the wait usually to be seated? For when tomorrow or weekday or for next Wednesday. Also ich spreche das jetzt mal ab. Wie man sehen kann, ist die Zeit der plächernen Computerstimmen vorbei. Erstens klingen inzwischen die Computerstimmen wie Menschen. Die machen auch solche Äs und Ös. Also sie verhalten sich total menschlich. Und vor allem, was jetzt wichtig war in dem Gespräch, das hat man ja vielleicht nicht gut verstehen können, also ich hatte mit der weiblichen Stimme auch Probleme, die zu verstehen. Die hat ja im Grunde genommen gesagt, es ist gar nicht nötig, dass du Tische bestellst. Bei uns ist so wenig los an diesem Mittwoch, da könnt ihr auch einfach so kommen. Aber auf diese überraschende Information hat dieser Algorithmus völlig natürlich reagiert, so wie das ein Mensch auch tun würde. Das heißt, die haben inzwischen tatsächlich ein Niveau erreicht, wo man nicht nur die Sprache von einem Menschen imitieren kann, sondern man kann auch in Echtzeit ein sinnvolles Gespräch führen. Gut, und das führt natürlich auch dazu, und deswegen habe ich dieses Bild hier eingeflochten, das mir auch heute erst über den Weg gelaufen ist. Man kann, nicht nur Sprache fähigen, man kann auch Bilder fähigen durch solche künstlichen neuronale Netze. Und wenn man Bilder fähigen kann, kann man auch Videos fähigen. Und wenn man das kombiniert, kann man sogenannte Deepfake-Videos produzieren. Und es wurde jetzt gemeldet, ich habe das überprüft, das ist also nicht nur aus dieser Quelle, sondern auch in anderen Quellen wurde gemeldet, dass Hacker ein Video ins Netz gestellt haben,
in dem der ukrainische Präsident die Kapitulation seiner Truppen vermeldet hat. Das wurde dann allerdings rasch als Fake entlarvt und wieder runtergenommen aus dem Netz. Was ich damit nur zeigen will, ist, dass das kein Spaß ist, was hier passiert, und die Möglichkeiten, die sich auftun durch künstliche Intelligenz, dass die sehr schnell missbraucht werden kann und dass es absolut wichtig und notwendig ist, dass sich Menschen und Regierungen damit beschäftigen und dass wir das nicht einfach über uns kommen lassen wie eine Naturkatastrophe, sondern dass wir uns bewusst machen, was möglich ist. Und nur dann sind wir ja überhaupt in der Lage, darüber nachzudenken, wie wir das ändern können. Also kommen wir zum nächsten Kapitel. Das Zeitalter der Roboter hat begonnen, habe ich ja behauptet. Es wäre relativ einfach, stundenlang über die bisherigen Erfolge und Anwendungen von Deep Learning Methoden zu sprechen. Aber dieses Thema der Roboter ist mir ans Herz gewachsen und möchte ich unbedingt nicht zu kurz kommen lassen. Bisher haben wir über die Leistung von Elektronengehirnen geredet, die meist in stationären Kästen lokalisiert sind und ihre Daten zum Verarbeiten von Menschen vorgesetzt bekommen. Was aber, wenn die Elektronengehirne selbst in die Welt hinausgehen und dort beginnen, ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln? Hatten wir zu Beginn nicht erwähnt, dass sich biologische Gehirne in beweglichen Tieren gebildet haben und Begriffe wie Vorsicht und Vorausschau etc. eng mit deren Vorwärtsbewegung verknüpft sind? Wenn wir jetzt über Roboter sprechen, dann möchte ich betonen, dass deren Unterschiedlichkeit enorm ist. Sie haben viele Väter, benutzen völlig unterschiedliche Techniken und sind bisher von Menschen zu ganz unterschiedlichen Zwecken konstruiert worden. Zum Beispiel zu Montagerobotern in der Autoindustrie. Über solche Industrieroboter möchte ich hier aber nicht viel erzählen, obwohl sie enorme Leistungen vollbringen und ihr Effekt, die Wegrationalisierung menschlicher Arbeitskräfte, kaum wegzuargumentieren ist. Ich möchte lieber über die Produkte, die hier gerade produziert werden, sprechen, nämlich über rollende Roboter, über selbstfahrende Autos, weil sich daran bereits heute wesentliche Prinzipien erläutern lassen, die meines Erachtens die Welt stark verändern werden. Wir alle wissen, dass Tesla seit Jahren versprochen hat, seine Autos mit Full Self-Driving Software für autonomes Fahren auszustatten, dass sich dies zwar noch verzögert, aber kaum jemand zweifelt wirklich daran, dass sehr bald autonome Fahrzeuge vieler Hersteller unsere Straßen bevölkern werden. Tatsächlich sind bei YouTube für jeden einsehbare Video sehr beeindruckend und gerade heute, ich glaube, das hatte ich schon erwähnt, oder, hat Mercedes sein System auf den Markt gebracht und verkauft das, dass bis 60 Stundenkilometer, also ideal für Staufahrten, erlaubt, das Lenkrad loszulassen und irgendeinen Unterhaltungsfilm zu sehen. Es sind in der Tat große Fortschritte gemacht worden und unter anderem Google und Tesla sind bereits auf kalifornischen Straßen im Full-Self-Drive-Modus unterwegs. Aber die Sensoren aller Tesla-Autos weltweit, auch die nicht autonom fahrenden, und die sind inzwischen Millionen, sammeln Daten für die große zentrale Tesla-KI, auf der alle Daten zentral zum Lernen von sicherem Fahren und zur Erstellung von Straßenkarten ausgewertet werden. Die Ergebnisse kommen beim nächsten Software-Update über das Internet allen Fahrern zugute. Das ist soziales Lernen auf höchstem Niveau.
Das heißt, alle lokalen Einheiten lernen im Grunde voneinander und dadurch, dass sie verknüpft sind über einen Zentralcomputer, kann die Information auch fast augenblicklich fließen. Für den Tesla-Chef Elon Musk sind die Autos langfristig, aber offenbar gar nicht der letzte Schrei. Er hat jetzt angekündigt, dass die Software, die für das autonome Fahren entwickelt wird, auch das Rückgrat für die Entwicklung autonomer humanoider Roboter sein wird. Er sieht die Produktion solcher Roboter langfristig als ein noch größeres Geschäft an als die Autos. Die Zahl von Privatautos wird aller Voraussicht nach abnehmen, aber der Besitz eines Privatroboters wird wahrscheinlich das Auto als neues Statussymbol ersetzen. Rollende oder laufende Roboter sind nie allein, also das möchte ich nochmal betonen. Das Lernen künstlicher Gehirne läuft vernetzt ab. Das heißt, die Erfahrungen, die ein individuelles Gehirn sammelt, das sich in einem Körper bewegen kann, rollend oder laufend, werden zentral verarbeitet und allen anderen blitzschnell zur Verfügung gestellt. Wir verstehen also, warum Elon Musk sich nun die Entwicklung seines Roboters Optimus zur Hauptaufgabe gemacht hat. Aber warum möchte man überhaupt humanoide Roboter? Man möchte humanoide Roboter deshalb, weil solche humanoiden Roboter alle Einrichtungen nutzen können, die für Menschen gemacht wurden. Die sind also gleich in vielfältigen Umgebungen nutzbar. Und zu denken ist zum Beispiel, dass sie humanoide Roboter praktisch aus dem Stand Arbeiten übernehmen können, die bisher Menschen ausgeübt haben, in Fabriken, aber auch in der Altenpflege. Und mit dem folgenden Video möchte ich auch einen Eindruck, oder mit den Videos, die ich jetzt zeige, möchte ich einen Eindruck davon vermitteln, was auf uns zukommt, wenn Deep Learning-Fähigkeiten, menschliche Mimik und perfekte Körperbeherrschung kombiniert werden. In der Biologie sprechen wir ja immer von Rekombination. Und hier in der Robotik wird es sein, dass verschiedene Entwicklungstendenzen, die jetzt noch in verschiedenen Labors getrennt ablaufen, die werden irgendwann in einer Synthese zusammenfließen. Dass Roboter wie Menschen aussehen, wie wir agieren und jetzt sogar als Staatsbürger angesehen werden und somit Rechte und Pflichten haben, ähnelt eher einem neuen Science-Fiction-Film, ist aber Realität. Das Unternehmen Hanson Robotics hat das mit seinem neuesten humanoiden Roboter Sophia tatsächlich geschafft. Sophia besitzt künstliche Intelligenz und sieht einem echten Menschen verblüffend ähnlich. Sie wurde entwickelt, um im alltäglichen Leben eingesetzt zu werden und den Menschen dort zu helfen. Sie kann beispielsweise im Haushalt eingesetzt werden oder bei der Altenpflege. Egal, wobei sie uns unterstützen kann, Sophia möchte helfen, wo sie nur kann und die Welt verbessern. Am meisten konnte der Roboter bei seiner Vorstellung im Jahr 2016 durch die vielen verschiedenen Gesichtsausdrücke überzeugen. Sophia beherrscht 62 verschiedene Gesichtsausdrücke. Sie kann zum Beispiel lächeln, traurig oder verwundert gucken, aber auch ernst oder genervt aussehen. Um auf den Gegenübersitzenden noch angemessen und mit dem richtigen Gesichtsausdruck zu reagieren, zeichnet Sophia mithilfe von Kameras die Mimik und Gestik ihrer Gesprächspartner auf und kann diese anschließend imitieren. Also ich möchte das abbrechen und nicht zu viel Zeit damit vertun und hier jetzt in dem nächsten Film zeigen, dieser nächste Roboter, der hat keine Mimik, aber der hat absolute Körperbeherrschung und ist ein Kraftpaket. So. Thank you.
Also, ich sollte erwähnen, dass der letzte Roboter, den nennt man Atlas, und der wurde entwickelt von Boston Dynamics. Das ist eine Firma, die einmal Google gehört hat und dann an die japanische Softbank Group verkauft wurde. Boston Dynamics hat auch Forschungsgelder von Rüstungsunternehmen und von dem US-amerikanischen Militär erhalten. Man darf sich also nicht nur Gutes von dieser Entwicklung erwarten. Aber wir wollen das jetzt mal vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachten. Es gehört enorm viel Rechenpower dazu, diese Körperbeherrschung zu zeigen, die diese Roboter gezeigt haben. Und auch in unserem Gehirn gibt es ja riesige Areale. Das Kleinhirn zum Beispiel, das ja auch wichtig für Bewegung ist. Und es gibt riesige Areale, die beschäftigt sind damit, unseren Körper im Gleichgewicht und stabil zu halten. Und es hat Jahre gedauert, bis dass diese Firma, diese Roboter sich so elegant hat bewegen lassen können. Und wir müssen dran denken, dass all diese Entwicklungen relativ jungen Datums sind und all das wird noch weiter perfektioniert. Und vor allem werden diese gesichtslosen Roboter, die werden mit den Gesichtern einer Sophia ausgestattet werden und mit den Gehirnen eines Großrechners heute, der in der Lage ist, sehr intelligente Verhaltensweisen zu steuern. Und zu bedenken ist, dass solche Roboter nicht nur ihre Onboard-Intelligenz besitzen, sondern miteinander eng vernetzt Informationen in Windeseile austauschen können. Und deshalb möchte ich die letzte Frage stellen: Was, wenn das exponentielle Wachstum der Leistungsfähigkeit, das Mooresche Gesetz ist ja noch nicht beendet, das wird wahrscheinlich ja auch noch in Zukunft gelten, was, wenn dies dazu führt, dass eine Intelligenz entsteht, dass wir Superintelligenz nennen würden? Eine Superintelligenz wäre die größte und bedrohlichste Herausforderung, vor der die Menschheit je gestanden hat. Das hat Nick Bostrom gesagt. Das ist der Autor des Buches Superintelligenz. Nick Bostrom geht in seinem Buch konsequent den Weg weiter, den ich mit meiner Aussage, es gebe kein Naturgesetz, das die Entwicklung künstlicher Intelligenz mehr einenge als unsere eigene, vorgezeichnet habe. Er geht bei einer Fortsetzung des Mooreschen Gesetzes davon aus, dass uns KI sehr bald haushoch überlegen sein werden, und er betont dabei den positiven Rückkopplungseffekt, der die Entwicklung rasant beschleunigen würde, sodass wir von einer Intelligenzexplosion sprechen könnten. Eine Superintelligenz könnte sich selbst optimieren und ihren eigenen Programmcode umschreiben. Sie könnte dies, da Superintelligenz, sehr viel besser und schneller als jedes menschliche Team. Deshalb, so argumentiert Nick Bostrom, würde es auch nur eine Superintelligenz geben. Denn einmal da würde sie sehr schnell alle lohnenden Nischen besetzen und für ihre Ziele beanspruchen. Bostrom erinnert daran, dass wir Menschen die Erde nicht deshalb beherrschen, weil wir optimal angepasst seien, sondern weil wir als Erste dagewesen seien. Keine Spezies würde neben uns noch einmal die Chance bekommen, unseren Level zu erklimmen. Ähnlich argumentiert er mit der Superintelligenz. Sie würde verhindern, dass neue Superintelligenzen neben ihr entstehen würden. Das ganze Buch von 475 klein bedruckten Seiten beschäftigt sich deshalb
im Wesentlichen mit der Frage, ob und wie wir Menschen Vorsorge treffen können, dass die Superintelligenz auch die richtigen Ziele haben wird und ob sie uns Menschen damit nutzen kann. Das ist teilweise sehr technisch zu lesen und es würde zu referieren auch keinen Spaß machen. Aber ein groteskes Beispiel von Boström sei hier erwähnt. Was, wenn die KI, die zuerst den superintelligenten Status gewönne, als ursprüngliches Ziel haben würde, die Produktion von Büroklammern zu optimieren? Würde sie alles auf der Erde und auf den erreichbaren Planeten so einrichten, dass sie die Zahl der Büroklammerproduktion steigern könnte? Wie können solche absurden Ziele verhindert werden? Immerhin macht Boström hiermit deutlich, dass es einen Unterschied zwischen der Intelligenz gibt, die intelligente Wege zu einem Ziel findet, und der Zielsetzung. Das sollten wir immer bedenken. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari, der Autor des wunderbaren Buches Eine kleine Geschichte der Menschheit, zeichnet ein etwas anderes, aber ebenso düsteres Bild unserer Zukunft. In seinem Werk Homo Deus sieht er unser humanistisches Weltbild, das das Individuum als das Maß aller Dinge ansieht, in Gefahr. In seinem Kapitel Die große Entkopplung beschreibt er, warum er überzeugt ist, dass der einzelne Mensch im globalen Handeln an Wert verlieren wird. Das System wird die Menschen als Kollektiv zwar weiterhin wertschätzen, aber es wird wahrscheinlich eine neue Elite optimierter Übermenschen möglich werden, die die Macht an sich reißen. Manche Ökonomen sagen voraus, dass nicht optimierte Menschen früher oder später völlig nutzlos sein werden. Das kann man auf Seite 422 in seinem Buch Homo Deus lesen. Ich möchte vielleicht als Eingang in die Diskussion, an der wir uns dann alle beteiligen können, seine drei Fragen vorlesen, die er ans Ende seines Buches stellt. Sind Organismen wirklich nur Algorithmen und ist Leben wirklich nur Datenverarbeitung? Was ist wertvoller, Intelligenz oder Bewusstsein? Damit spricht er ein Thema an, auf das ich noch gar nicht eingegangen bin. Hat Intelligenz was mit Bewusstsein zu tun oder ist zum Beispiel eine Superintelligenz notgedrungen sich bewusst? Oder was sind die Bedingungen, die notwendig sind, damit sich Bewusstsein entwickeln kann? Das sind Dinge, da kann man drüber diskutieren, aber einen Vortrag darüber zu halten, ist schwerer. Die letzte Frage, was wird aus unserer Gesellschaft, unserer Politik und unserem Alltagsleben, wenn nicht bewusste, aber hochintelligente Algorithmen uns besser kennen als wir uns selber? Also das sind Fragen, mit denen wir uns eventuell in der Diskussion beschäftigen können. Bitte seid mutig und lasst uns diese spannenden Themen diskutieren. So, wer hat eine Frage? Ja, Karl, geht doch ganz einfach hier nach der Reihenfolge Hand heben. Also ich darf mich erstmal recht herzlich bedanken, an diesem interessanten Vortrag teilgenommen zu haben. Ich bin der älteste Teilnehmer hier in diesem Kreis und bin nach Karl und Margit der dienstälteste Teilnehmer überhaupt aus dem Seniorentreff, damit ihr wisst, wo ich herkomme. Ich beschäftige mich mit humanoiden Robotern. Und wir haben hier in Würzburg ein Programm aufgelegt, was wir mit der Stadtbücherei zusammen im Sommer durchführen werden, um den Leuten überhaupt mal klarzumachen, was kann so ein humanoider Roboter? Ich glaube, wir können auch gern mal darüber berichten. Okay, das wäre sehr interessant. Ich habe auch bei Facebook ein Bild davon gesehen.
lieber Herbert, und das wäre ganz nett, wenn du dann mal über eure Erfahrungen berichtest. Also erstmal herzlichen Dank für deinen wirklich tollen Vortrag. Jetzt hätte ich auch noch mal eine Frage an Herbert Schmidt. Und zwar, ich kenne diese Roboter beziehungsweise aus den YouTube und Gott weiß was alles von den Videos. Er hält ja auch nächste Woche einen Vortrag während des EU-Projekts in Kiel. Wer hat denn diese Roboter gebaut? Wer hat sie gebastelt? Von wem bekommt ihr die? Und vor allen Dingen, mit was für einer Programmiersprache werden die bestückt? Ja, also gut, ich weiß jetzt nicht, wer du genau bist, weil der iPad von Fred ist. Aber vielleicht kennen wir uns ja. Also ist es richtig, ich berichte in der nächsten Woche im Rahmen eines Erasmus-Projektes. Genau, ich bin Teil. Einfach auf ganz niedrigem Niveau und zeige auch ein bisschen was. So, die Frage, wie wird unsere Gianni, das ist ein humanoider Roboter, der 1.500 bis 2.000 Euro kostet, also relativ preiswert ist. Wir haben 3 Stück davon. Ja. Der bekannteste dürfte Pepper sein. Der kostet aber über 30.000 Euro. Können wir uns nicht leisten. So, was war die nächste Frage? Helf mir nochmal bitte. Ja, ich wollte mal gern wissen, wer das programmiert hat oder bekommt ihr diesen Pepper oder Janine eben komplett fertig zum Vorführen zur Verfügung gestellt oder wie macht ihr das? Also, unser Gianni wird mit einer Programmierung, einer objektorientierten Programmierung, man nennt es Komposition da, auf den Weg gebracht. Und diese Softwarelizenz ist für den Kauf, ist beim Kauf für lebenslang Update gegeben. Mhm. Und es geht jetzt hier ein bisschen weit, aber ich hatte ja dem Karl gesagt, ich bin gern bereit, mal das ein bisschen detaillierter vorzuführen. Gianni, also unser humanoider Roboter, bringt natürlich einige Fähigkeiten mit sich. Er kann Gesichter erkennen. Mhm. Das geht aber nur, man muss Gesichter hinterlegen. Und was macht der Kerl? Er vergleicht es nur. Er guckt, ob das Gesicht, was er sieht, schon in seiner Bibliothek vorhanden ist. Mhm. Also es ist auf einer ganz niedrigen Stufe von künstlicher Intelligenz angesiedelt. Mhm. Wir haben uns dafür aber entschieden, um einfach mal auf ganz einfachem Niveau zu zeigen, was da alles möglich ist. Absolut, ja. Danke. Ich freue mich schon nächste Woche auf den Vortrag. Ja, vielleicht darf der Jürgen jetzt eine Frage stellen. Jürgen aus Neuss, Roseller Heide. Erstmal herzlichen Dank für diesen wirklich irrsinnig spannenden Vortrag. Ich bin ganz begeistert. Eine Frage, die mich seit vielen Monaten, Jahren schon bewegt, und zwar der Rückgang der handwerklichen Tätigkeiten in unserem Leben. Karl, wozu führt das im Gehirn, wenn die handwerklichen Fähigkeiten und Tätigkeiten eventuell nur noch von Robotern ausgeführt wird und der Mensch gar nicht mehr mit der Hand arbeitet? Was passiert dann im Gehirn? Welche Fähigkeiten verlieren wir? Zu welchen Individuen entwickeln wir, wenn wir unsere Hände nicht mehr einsetzen und nicht mehr vernünftig benutzen? Also das ist sehr interessant. Du weißt vielleicht, dass die Jäger und Sammler, die sozusagen noch für alles selber sorgen mussten, die haben nach ihrem Essen gejagt und die kriegten die Milch nicht aus der Milchtüte und die Beeren nicht vom Supermarkt. Die hatten größere Gehirne als Homo sapiens, als Ackerbauer und Städter. Das heißt, es ist sicherlich so, dass die Beherrschung handwerklicher Fähigkeiten und auch
die Orientierung in der Natur sehr informationsintensiv ist und sehr viel Informationsverarbeitung benötigt. Und was der Mensch mit sich selber macht, das hat der Konrad Lorenz Selbstdomestikation genannt. Domestikation ist die Haustiermachung. Das Hausschwein hat ja auch bis zum Schlachttag ein sorgenfreies Leben. Es kriegt das Futter vorgesetzt. Es muss sich um nichts selber kümmern. Es braucht nicht mehr auch so viel Gehirn wie ein Wildschwein. Und uns Menschen, die wir uns vom Supermarkt ernähren, geht es ganz ähnlich. Also wenn wir nicht selber dafür sorgen, dass wir unsere grauen Zellen benutzen, zum Beispiel heute Abend haben wir das ja hoffentlich getan und auch diesem Effekt etwas entgegengesetzt. Wenn wir nur die Beine hochlegen, auf die Couch setzen und Chips essen und Fernsehen gucken und uns berieseln lassen, dann werden wir unser Gehirn nicht mehr trainieren und das nimmt wie unsere Muskeln ab, an Gewicht. Aber gibt es ganz speziell eine Verhaltens- oder auch eine Wesensänderung, die bei Menschen stattfindet, also nur eine Nachfrage, die eben handwerklich nicht mehr fähig sind? Das ist dann jetzt eine spezielle Frage und die kann ich nicht so gut beantworten. Das weiß ich nicht. Ich will aber auch nicht unbedingt sagen, ich will diesen Zustand, dass wir jetzt ein einfacheres Leben haben als die Jäger und Sammler, möchte ich ja auch nicht schlecht reden. Wir haben dafür sicherlich manche Dinge, die wir inzwischen viel besser können als unsere Großeltern. Das heißt, wir verlieren zwar handwerkliche Fähigkeiten, wir lernen aber abstraktes Denken. Im abstrakten Denken waren die Jäger und Sammler wahrscheinlich noch nicht so gut wie wir. Karl, darf ich mal dazwischen grätschen? Die Hülya hat schon lange die Hand gehoben und wir sollen die Damen auch mal zu Wort kommen lassen. Danke, ja, ich hatte ehrlich gesagt nicht mal gesehen, dass das ein Seniorentreffen ist. Ich fand einfach den Vortrag sehr interessant, also die Thematik. Ich studiere Philosophie nebenberuflich und möchte über autonome Waffensysteme schreiben, also über die Moralität des Einsatzes von autonomen Waffensystemen. Ich bin Soldat von Beruf und als Soldat gehe ich da vielleicht auch ein bisschen anders ran. Und mir ist die Thematik einfach wichtig, wie moralisch ist es, wenn ich einerseits einen Soldaten in Gefahr bringe, wo ich das vermeiden kann mit autonomen Systemen und andererseits, wer übernimmt die Verantwortung? Und halt angesichts dieser Fragestellung befasse ich mich mit der Thematik. Noch relativ neu, muss ich dazu sagen. Also die Arbeit ist im Werden. Ich habe noch nicht das Schreiben angefangen. Das ist noch die Überlegung. Ich muss noch das Exposé dafür erstellen und die Arbeit beantragen. Aber das ist, da möchte ich, darüber möchte ich arbeiten gerne. Und Herr Schmidt war jetzt so nett, auf meinen Handheben aufmerksam zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. An Ihrem Vortrag hätte ich auch großes Interesse, aber das ist in Kiel, habe ich gehört. Da kann ich wohl nicht hinkommen. Wenn es online ist, bin ich dabei. Julia, findet online statt. Oh. Schreib mir bitte in den Chat deine E-Mail-Adresse und du kriegst die Information. Perfekt, tausend Dank dafür. Da bin ich jetzt ganz glücklich. Also das ist auch ein Teil von Intelligenz, sich hier bei so einer Online-Konferenz zu vernetzen. Genau, das gehört auch dazu und dafür bin ich auch, wie gesagt, sehr dankbar. Die Thematik ist sehr interessant. Danke nochmal für den Vortrag. Wie gesagt, der Aspekt der Moral und der Übernahme der Verantwortung würde mich interessieren. Wer übernimmt Verantwortung? Wenn Algorithmen entscheiden, dass jemand getötet wird oder nicht, oder dass man eher, die alte Frau überfährt anstatt das Kind, weil man ausrechnet, der hat länger zu leben oder whatever.
Wie kann so eine Entscheidung getragen werden? Also autonome Waffensysteme ist mir natürlich bewusst, dass die Robotik auch da hineinspielt in dieses Gebiet. Also man mag mir verzeihen, dass ich das im Vortrag ein bisschen verdrängt habe. Aber in der heutigen Zeit sieht man ja, dass, also nein, dazu will ich jetzt gar nichts sagen, wir wollen das auch nicht jetzt umdiskutieren. Bei den autonomen Fahrzeugen hat man ja auch das Problem der Moral schon aufgebracht. Wie entscheidet sich ein selbstfahrendes Auto, wenn die Alternative nur noch besteht darin, die Insassen umzubringen, indem man gegen eine Mauer fährt, oder wenn man nicht gegen die Mauer fährt, eventuell die Mutter mit Kind zu überfahren? Da würde ich sagen, die einzige richtige moralische Entscheidung da ist, dem autonomen Auto die Aufgabe zu stellen, doch bitte nie in diese Situation zu kommen und entsprechend voraussichtig zu fahren. Genauso würde ich generell das Einsetzen von künstlicher Intelligenz in Bezug auf militärische Aspekte am besten so eingesetzt sehen, dass man künstliche Intelligenz einsetzt, um Kriege zu vermeiden und nicht Kriege zu führen. Das scheint mir einfach von vornherein der falsche Ansatz zu sein, wenn man darüber nachdenkt, wie kann man Waffen bauen, die andere töten, die automatisch funktionieren, sondern man sollte sich überlegen, kann man diese Mittel investieren, eventuell in Friedensforschung mittels künstlicher Intelligenz? Wenn es mal eine Superintelligenz geben sollte, dann wäre eine ihrer vornehmsten Aufgaben zu verhindern, dass es Kriege gibt. Das ist meine Meinung. Das ist natürlich ein sehr schöner Ansatz, aber die Lebensrealität sieht ja oft ein bisschen anders aus. Mein Lebensfremd, ja, ich weiß. Ja, und es ist, für mich ist das nur so, dass ich mir denke, also für mich ist das eine zweischneidige Sache, persönlich auch als Soldat, weil ich denke mir, okay, wenn ich einen Piloten irgendwo reinschicken kann oder eine Drohne, dann nehme ich die Drohne, dann bringe ich nicht unnötig den Piloten in Gefahr. Ne? Natürlich, also bei uns ist ja die Prämisse, dass in letzter Konsequenz immer noch der Mensch entscheidet. Das heißt, die Ausführung kommt durch den Menschen. Aber wenn man sich vorstellt, also auch in Bergkarabach zum Beispiel, wurden Loitering Munition eingesetzt, also Drohnen, die abwarten, programmiert sind und dann, sag ich mal, ins Ziel gehen, wenn es gerade passt. Und da ist dann der Mensch nicht mehr beteiligt. Das finde ich schon schwierig, weil ich glaube, dass da auch Fehler passieren können, auch wenn ein Gerät wahrscheinlich weniger fehleranfällig ist, wenn es richtig programmiert ist, als wir Menschen. Wie gesagt, natürlich wäre es wünschenswert, es komplett zu vermeiden, aber das Ganze gibt es und wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir müssen irgendwo, denke ich, bis zu einem gewissen Grad mit der Zeit gehen, weil sonst werden wir überrannt. Aber gut, da bin ich vielleicht auch, wie soll ich sagen, voreingenommen. Okay. Gibt es noch weitere Fragen, Sördal? Ich muss zugeben, dass ich von der ganzen Materie so gut wie nichts verstehe, habe aber mit großer Aufmerksamkeit zugehört und viel gelernt. Und ich bedanke mich zunächst mal dafür. Als einzige Frage jetzt möchte ich eigentlich, oder habe ich mir notiert, lieber Karl, wer programmiert, in Anführungsstrichen, die Superintelligenz, dass sie nur humane Programme erstellt? Nordkorea? Herbert Schmidt schüttelt schon mit dem Kopf. Also das große Problem ist, dass wir, deswegen gibt es einen Wettbewerb zur Superintelligenz, weil jeder Angst davor hat, der andere würde die zuerst entwickeln. Die Chinesen versuchen es, die Russen versuchen es, die Amerikaner versuchen es. Das versuchen alle, gerade wegen diesem
Diese Aussage von dem Boström, der sich der Frage ja vom philosophischen Standpunkt sehr gründlich her genähert hat, also dass unter Umständen es nur eine Superintelligenz geben wird, weil die dann dafür sorgen könnte, dass es keine zweite gibt. Dann darf ich bitte noch eine Anschlussfrage stellen, lieber Karl. Ich hatte mir dieses Video, was du heute auch gezeigt hast, mit den gesichtslosen Robotern, die da dort herumtanzen, hatte ich mir vorher schon angesehen. Und habe mir dabei schon die Frage gestellt, wie lange wird es noch Menschen geben? Humane Menschen? Eine gute Frage. Das Problem mit der Zukunft, Sördal, ist, dass wir das alle nicht wissen können. Und wenn, ich hoffe ja, dass ich eins habe deutlich machen können, dass dieses exponentielle Wachstum der Technologie zu Ergebnissen führen kann, die wir unmöglich jetzt voraussehen können. Ich weiß es nicht. Bisher hat alles auf der Welt nur eine befristete Zeit gedauert. Und ob der Mensch jetzt notwendigerweise die Krone ist oder nur ein Durchgangsstadium darstellt, wer will das wissen? Ich persönlich glaube eher an das Durchgangsstadium. So wird es wohl sein, aber momentan sind wir die Krone. Und momentan hätte der Mensch die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen. Nur er tut es nicht. Und da fällt mir ein, Heinz Erhardt, früher war alles gut. Heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn es wieder gut wäre. Aber Karl, da ist noch eine Wortmeldung vom Oliver. Oliver, du wolltest was sagen und dann gibt es noch andere. Schönen guten Abend. Ich weiß nicht, muss ich noch mal was zu mir sagen? Ich bin hier in Düsseldorf und ein ziemlicher Alberkopf. Nehmt mir das nicht krumm, ich bin seltsam. Wir müssen damit lernen zu leben, kriegen wir aber hin. Ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist, was macht uns denn human, bevor wir die Frage beantworten können, wie lange werden wir als Menschen hier noch human sein? Bei Kim Jong-un würde ich diese Frage mit einem ganz großen Fragezeichen zum Beispiel versehen, obwohl der ziemlich human aussieht, also jetzt humanoid zumindest. Wie human der tatsächlich ist, naja, dafür gibt es Beispiele, die ruft man sich nicht so gerne auf. Andererseits gibt es auch furchtbar überhaupt nicht humanoid aussehende Menschen, die ungeheuer human sind. Machen wir uns darüber nichts vor. Ja? Die sind schon halbe Roboter und können nur noch mit ganz viel Gerätschaft leben, aber herzensgute Menschen, welche in deren Gegenwart man sich gerne aufhält. Ich glaube, bevor wir diese Frage nicht beantwortet haben, können wir diese andere Frage auch nicht beantworten. Und ich hatte es vorhin schon mal in den Chat geschrieben auch. Transhumanismus, also das Wort Cyborg fiel auch. Die Chancen, dass dann irgendwann ein Bewusstsein vielleicht tatsächlich in irgendwelche Speichermedien geladen wird und dort weiterleben kann, ohne jetzt einen ausgesprochenen Körper, irgendeine besondere Physis zu haben, stehen irgendwie auch so ein bisschen vor der Tür. Einerseits, andererseits die Superintelligenz. Nun ja, Intelligenz ist ja nun auch Teil unserer Evolution. Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, zu Beginn des Vortrags angeklungen. Was mache ich denn mit einer Intelligenz, die ich gar nicht brauche, um irgendwelche Lösungen zu finden? Denn das ist ja das, was Intelligenz für uns überhaupt interessant, attraktiv, notwendig macht. Wenn ich keine Lösung finden muss, brauche ich auch keine Intelligenz. Dann bin ich mit all meinen Möglichkeiten so perfekt etabliert und dann kann ich, keine Ahnung, was wie ein Hai oder ein Krokodil über Jahrmillionen fast ohne Veränderung komplett perfekt über die Runden kommen. Eine solche Silizium-basierte Superintelligenz, nehmen wir das einfach mal an, dass das die Richtung sein wird, obwohl ich es ja sehr bezweifle, das wird eher in Richtung analoge Computer und Quantenzeug sie gehen, aber anderes Thema.
Oh, mein Kopf war weg. Entschuldigung. Das muss furchtbar für euch aussehen. Ich sollte da besser drauf achten. Ich bin Mensch, nur zur Sicherheit. Ich bin keine Katze, falls sich jemand an das Video erinnern sollte. Wenn diese Superintelligenz, egal auf welcher Basis die dann da sein sollte, nicht keiner Lösung bedarf, wie jetzt dieses unselige Beispiel mit den Büroklammern, ja, dann wird die auch einfach nur schauen, dass, keine Ahnung was, die Solarkollektoren bzw. Photovoltaik irgendwie gescheit an der Sonne ausgerichtet ist, nicht zu viel Hitze reinkommt und dann ist für die der Kuchen gegessen. Dann ist schön. Und bei mir ist schön, wenn der nächste Bein bereitsteht. Was soll ich sagen? Okay, also den ersten Teil deiner Ausführungen kann ich nur unterstützen. Also ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, die Frage zu stellen und Antworten zu suchen. Was bedeutet eigentlich, human zu sein? Hat das was mit der Menge von Technik zu tun, die wir in unsere Körper integriert haben? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Dann hast du noch etwas gesagt, da würde ich gern drauf reagieren. Du hast gemeint, dass für die Entwicklung von Bewusstsein wären wahrscheinlich Körper nicht nötig. Das könnte man auch irgendwo praktisch in einer Blackbox in einem Computer schaffen. Das persönlich glaube ich nicht, weil da muss man sich fragen, was ist eigentlich Bewusstsein, Selbstbewusstsein? Ich persönlich glaube, dass ich das nur ausbilden kann in der Auseinandersetzung eines beweglichen Körpers mit seiner Umwelt, weil nur dann wird überhaupt ein Unterschied erlebt von diesem Körper zu dem Rest der Welt. Darf ich da kurz korrigieren? Ja, bitte. Wovon ich sprach, war tatsächlich der transhumanistische Ansatz, dass man ein bestehendes Bewusstsein in Silizium oder was auch immer für eine Basis, also in ein Speichermedium lädt und das dann da weitermachen kann. Ja? In der Mehrzahl erleben wir uns ja nicht unbedingt so sehr körperlich, sondern in unseren Gedanken, die Stimme in unserem Kopf, was auch immer. Ja, ich hoffe, ihr habt alle eine Stimme im Kopf, nicht, dass ich hier was Dummes gesagt habe. Ja, hey, aber danke, Hülya, das stimmt mir zu, das hilft mir schon. Aber diese Art von Transhumanismus erinnert mich doch im Moment noch eher an eine Religion. Und oh. Weniger an Wissen. Okay. Ja. Okay, soll sein, aber ich wollte noch klarstellen, es ging mir nicht darum, ein Bewusstsein in einem Speichermedium oder künstlich zu schaffen, sondern das einfach nur zu übertragen. Das wollte ich nur kurz deutlich stellen, dass das der Punkt war. Oliver, dürfen wir mal weitergehen? Es gibt noch einige Hände. Ja, entschuldige, ich wollte das nur gerade. Gerd, ich sehe, dass du dich gemeldet hast. Ja, das ist der Gerd aus Honolulu. Was identifiziert uns oder was macht uns menschlich, ist nicht nur die Intelligenz, und das war das Hauptthema heute Abend. Wir haben aber ein sehr wesentliches emotionales Sein, und es ist diese Emotionalität, die uns menschlich macht, aber auch die größte Achillesferse darstellt. Wenn immer wir Katastrophen haben oder Unfälle, läuft das auf menschliches Versagen zurück. Und was das bedeutet, ist im Grunde, dass wir uns ablenken lassen, dass emotionale Aspekte in unsere Entscheidungen treffen und eben nicht nur rein rationale Intelligenz. Und ich würde das gerne wieder auf einen positiven Aspekt zurückbringen. Am Anfang des Vortrages hast du gesagt, Karl, wir überschätzen uns gerne unsere Fähigkeiten, und das ist absolut richtig. Wir setzen uns ins Auto, wenn wir Probleme haben und uns ablenken lassen, und das produziert eben später Probleme. Wenn wir über kriegerische Auseinandersetzungen denken, die Entscheidungen, die auf den zwei Seiten gemacht werden, sind Strategien, die oft emotional beeinflusst sind. Wir lassen uns im Moment vom Putin einschüchtern, nur weil er mit einem Nuklearkrieg droht. Kann ein Computer ausrechnen, wer die größere Wahrscheinlichkeit hätte, einen solchen Konflikt zu gewinnen und wie man ihn gewinnen kann? Es ist eben nicht nur ein reines Schachspiel. Das ist mein Kommentar. Okay.
Ja, wir, also persönlich hoffe ich, dass der Großrechner von Putin ihm sagt, dass er nur verlieren kann. Okay, jetzt gab es noch von Elisabeth zum Bruch eine Frage. Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank für den spannenden Vortrag und die interessanten Aspekte, die ich jetzt gerade auch so gehört habe. Ja, also ich bin gespannt auf die Entwicklungen in der Zukunft, was uns das, ja, diese künstliche Intelligenz alles bringen wird. Vor allem, wir werden ja alle nicht jünger. Ich erwarte mir natürlich auch Hilfen später. Und ja, ich wollte mir fragen, Herr Fischbach, haben Sie selber eine Idee oder eine Vorstellung, wie künstliche Intelligenz Sie persönlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten unterstützen könnte? Vielleicht zu Hause, im Haushalt? Oder haben Sie da Ideen oder schon Vorstellungen und Hoffnungen? Also persönlich stütze ich mich natürlich lieber auf die natürliche Intelligenz meiner Frau. Auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, der sein Handy nicht missen möchte. Und wenn ich telefoniere, dann sage ich immer, hallo Siri, bitte telefoniere mit XY. Das verwendet ja schon die künstliche Intelligenz. Das nutze ich sehr gerne. Und auch ich sage auch zum Beispiel, hallo Siri, Licht ausschalten. Warum tust du nichts? Hey Siri, Licht ausschalten. Ach, das ist ja nicht Siri. Okay, Google, Licht ausschalten. Jetzt habe ich die beiden noch verwechselt. Die sehen sich so ähnlich. Super. Okay. Okay, Google, Licht anschalten. So, jetzt wieder an. Das heißt, das sind durchaus Dinge, die ich gerne nutze. Karl, Entschuldigung, übrigens, diese Alexa gibt es heute für 30 Euro beim Mediamarkt im Sonderpreis. Kostet sonst. Ich habe ja nicht angeben wollen, dass die bei mir 30.000 gekostet habe, Herr Berg. Bitte, was höre ich da? Nix, keine Sorge, Margit. Also ich sollte dazu sagen, Margit hat mir verboten, außerhalb des Büros von mir diese Technik zu verwenden. Sie will keinen intelligenten Lautsprecher in anderen Räumen haben. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Aber okay, ich sage ihr, ich möchte die Bequemlichkeiten nützen, aber ich akzeptiere und toleriere, wenn das jemand anders sieht. Ich wollte mit meinem Werbeblock für Mediamarkt und 30 Euro für den Echo Dot Alexa, ist wirklich ein echtes Schnäppchen heute, dir nicht da reingrätschen und dein Verhältnis zu Margret schon gar nicht trüben. So, ich denke, das kriegen wir intern schon ganz gut gelöst. Und ich denke eigentlich, dass es auch so ein bisschen von dem Thema wegführt. Wir machen uns natürlich abhängig von diesen ganzen Dingen. Dass man ohne Handy oder ohne seinen Rechner kaum noch irgendwo hinkommt, weil man sich an die Navigation im Auto gewöhnt hat oder andere Dinge, die halt einfach das Leben leichter machen. Aber letztendlich ist die Frage, was macht es insgesamt mit uns? Und inwieweit übernehmen dann die Maschinen oder die Technik, die Computerroboter, wichtige Aufgaben? Und wir werden auch an Entscheidungen nicht mehr in dem Maß beteiligt wie bisher, weil die ja viel schneller denken können, rechnen können, Ergebnisse liefern können. Margit, ich kann dir zusagen, ich habe ein Navigationssystem, ist 13 Jahre alt. Ich kann mittlerweile wieder Karten lesen. Ich denke, ich nutze auch die Vorteile vom Navigationssystem. Aber wenn ich an Jugendliche denke, die nie Karten gelesen haben, die sind abhängig von der Technik, total.
Und das ist ja nur ein Aspekt von künstlicher Intelligenz, die relativ einfach ist. Hast du vollkommen recht, sehe ich auch so. Also ich meine, wir kennen ja die Ergebnisse von den Taxifahrern in London und dementsprechend müssen meine Hippocampi inzwischen auch ziemlich klein sein, weil ich mich komplett auf das Navigationssystem verlasse. Ja, dafür wachsen die halt in anderen Bereichen, glaube ich. Das ist sehr ganz unterschiedlich. Mich erinnert das diese Diskussion über das Verkümmern, wenn man das eine oder andere nicht kann, an Rousseau über die Perfektibilität, ne? Dass der Mensch halt, um auf den Baum zu kommen, irgendwann aufhört zu klettern und stattdessen sich eine Leiter baut und durch die Leiter aber verlernt, selber zu klettern. Auch wenn er mit der Leiter schneller und so weiter ist, ja, und einfacher und verletzungsfreier und so weiter, verlernt er dadurch das Klettern. Ne? Ein Opfer muss man da geben wohl. Wir haben vorhin vom Bewusstsein gesprochen und ich könnte mir schon vorstellen, dass eine Superintelligenz auch eine Art Bewusstsein entwickeln wird im Laufe der Zeit, das schon. Wo ich aber eine Frage stelle, und das geht jetzt wieder noch ein Stückchen hinaus, wird diese Superintelligenz auch so etwas wie eine Seele haben, die man dem Menschen zuspricht? Schweigen. Also, Sertal, das ist die Frage, was versteht man unter einer Seele? Neurowissenschaftler sehen halt die Seele als Funktion des Gehirns, ganz klar. Und persönlich ist meine Tendenz auch die, ich sehe die Seele als eine Funktion des Gehirns an. Ich sehe die Schwierigkeit, dass man darüber eigentlich erst reden kann, wenn man eine Definition dafür hat. Und die gibt es, glaube ich, noch nicht so richtig. Ja, das gehe ich mit. Ja. Okay, jetzt hat sich der Jürgen gemeldet. Ja, ich erlaube nur eine Frage, und zwar zu den Fähigkeiten des Menschen und der Fähigkeiten, die wir heute schon in der KI haben. Thema wäre Gesichtserkennung. Es gibt ja sogenannte Super-Recognizer, Menschen, die in der Lage sind, Gesichter fantastisch sich zu merken. Und das soll so gut sein, dass eine Maschine zurzeit da nicht mitkommt. Ich sehe das also als recht positives Beispiel für uns Menschen, dass wir doch immer noch Fähigkeiten haben, die der Maschine überlegen sind. Wird das tatsächlich so bleiben? Ich persönlich gehe davon aus, ja. Jürgen, es ist aber auch immer ganz wichtig, wann du sowas gelesen hast, weil wenn das vor einem Jahr gewesen ist, könnte es schon vorbei sein. Also das ist eben der Punkt, gerade bei so technischen Entwicklungen, das geht so rasant schnell, dass du dir wirklich nicht sicher sein kannst, was in einem halben Jahr sein wird. Oliver, was meinst du dazu? Karl, dazu ich hatte Erkennung, Entschuldigung. Oh, ein anderer Oliver. Zwischenrätsche. Wir haben ja die Möglichkeit, mit unserem humanoiden Roboter Gesichtserkennung zu betreiben, wenn Dateien hinterlegt sind. Trefferquote im Augenblick 90%. Jetzt bist du dran, Oliver. Okay. Zum Thema Kartenlesen und GPS würde ich gerne Folgendes loswerden. Vielleicht mal Handzeichen, wäre die allgemeine Relativitätstheorie und die Zeitdilatation, die notwendigerweise berechnet werden muss, damit GPS-Daten bei uns gescheit ankommen und wir nicht jeden Tag irgendwie mal 50 Meter weiter entfernt von dem tatsächlichen Ort, an dem wir wollten, entfernt sein werden. Frage exakt. Frage nicht verstanden. Die Frage ist die, das, was wir über GPS wissen, ist vielleicht nicht das, was wir über GPS wissen sollten. Ich kann es auch an einer anderen Frage deutlich machen. Wer weiß denn, woher dieses wunderbare, was wir wahrscheinlich alle heute schon verwendet haben, Copy and Paste
Ausschneiden und Einfügen stammt. Wer hat denn jemals tatsächlich selber mit dem Skalpell einzelne Buchstaben aus einer Vorlage ausgeschnitten und anschließend mit Kleber wieder eingefügt, sodass man anschließend eine reprofähige Vorlage hatte? Das sind auch Kenntnisse, über die könnten wir vielleicht verfügen, sollten wir vielleicht sogar verfügen, zumindest den Hintergrund kennen, haben wir aber nicht. Und so ähnlich sehe ich das mit unseren Fähigkeiten, selber noch Tiere zu erlegen und entsprechend auszuweiden und entsprechend zu konservieren etc. pp. Genauso. Wir benötigen dieses Wissen überwiegend nicht, weil wir in das GPS-System einfach unsere Daten eingeben, wo wir hinwollen, und dann führt uns das in der überwiegenden Zahl der Fälle recht zuverlässig dorthin, ohne dass ich jemals was von Einstein oder Hilbert gehört habe. Das ist ganz einfach. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Da brauchen wir uns auch nicht aufzuspielen, weil wir eine Karte lesen können. Bitteschön. Ich hatte noch mal eine Frage, falls es in Ordnung ist jetzt, zum Thema der Seele. Weil Sie gesagt haben, Seele ist für Sie eine Funktion des Gehirns. Wenn es eine Funktion des Gehirns ist, ist es dann programmierbar? Weil Seele ist ja doch etwas sehr, sehr, sehr Spezielles. Also ich kann mir da, also es ist auch so wenig greifbar, ne? So viele eignen sich das an. Die Religion zum Beispiel, ich war vorher für religiöse Vielfalt in den deutschen Streitkräften zuständig. Und da gab es ewige Diskussionen mit der katholischen Kirche, die gesagt hat, Seelsorge ist an Sakramente gebunden und entsprechend haben die Muslime keine Seelsorge. Und da hatten wir echt Diskussionen darüber. Wie gesagt, ich habe auch eine Seele und entsprechend ein seelsorgerisches Bedürfnis. Und Seele ist so wenig greifbar, finde ich. Und als Funktion des Gehirns, kann man das messen? Also das muss ich jetzt ganz doof fragen. Kann man da was messen? Und kann man das programmieren dann? Wenn man das programmieren kann, dann könnte man entsprechend auch in humanoide Roboter eine Seele einhauchen quasi. Ja, aber das wirkt zu absurd. Da wird es ja spätestens Zeit, dass wir mal über den Turing-Test reden. Halder Reinhardt hat sich gerade noch... Ja, Reinhardt will das da vielleicht auch. ich wollte sagen... Ich meine, seid ihr der Meinung, etwa die Seele kann ohne das Gehirn existieren? Ist das ein Geist, der den Körper verlassen kann? Und ich meine, wenn nicht, dann muss er wohl im Gehirn sein. Und es ist eine Funktion des Gehirns natürlich, was wir uns als Seele vorstellen. Aber beschreiben kann man es ja sowieso nicht, was das sein soll. Und ohne Körper, ohne Gehirn, glaube ich, ist auch meine Persönlichkeit weg. Also falls das irgendwas mit Seele zu tun haben sollte. Also darf ich noch dazu was sagen? Also ich habe das Stichwort Turing-Test erwähnt. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was der Turing-Test bedeutet. Der Turing war ja einer der Pioniere künstlicher Intelligenz und er hat in den 50er Jahren den Aufsatz geschrieben, können Maschinen denken? Und er hat die Frage mit einem Test gelöst. Also er hat gesagt, worauf kommt es uns beim Denken denn an? Ist es wichtig, wie die Maschine ausschaut? Nein, also hat er das damals mit den technischen Möglichkeiten von damals so konzipiert, dass der Computer über einen Fernschreiber mit einem Tester verbunden ist und der Tester zusätzlich noch mit einem Menschen über Fernschreiber verbunden ist. Und der Tester muss jetzt herausfinden, wer von diesen beiden Fernschreibern er dazu benutzt, mit einem Menschen oder mit einer Maschine zu kommunizieren. Und er hat sich dann so Wortspiele ausgedacht, wie viel ist 10 mal 465, und dann hat der Mensch nach ein bisschen Denken die Zahl genannt, und der Computer, so schlau wie er ist, hat sich auch ein bisschen Zeit gelassen, auch zeitverzögert geantwortet, und solche Spiele
haben dann letztlich in der Realität aber doch dazu geführt, dass man relativ lange in solchen sogenannten Turing-Tests immer die Menschen identifiziert hat. Bis dann, also in jüngster Zeit, das eindeutig immer schwerer geworden ist. Und in einigen Turing-Tests, von denen ich gelesen habe, da ist es dann schon 50-50. Das heißt, man muss schon fast raten, mit wem man redet. Und dieses Duplex von Google, mit dem wir telefoniert haben, da hat zum Beispiel die Frau im Restaurant nicht gemerkt, dass sie nicht mit einem Menschen, sondern nur mit einem Algorithmus telefoniert hat. Und wir beim Zuhören haben wahrscheinlich auch nicht unterscheiden können, was jetzt der Mensch und was der Algorithmus war. Das heißt, wir werden irgendwann Computern begegnen, die haben das Lächeln einer Sophia, die haben die Körperbeherrschung eines Alpha-Roboters und die Lernfähigkeit vielleicht von dem Pepper oder vielleicht auch besser. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die viel schlechter sind. Also wir haben ja auch eine riesen Bandbreite. Wir müssen von den Robotern ja nicht immer die Höchstleistungen erwarten. Und wir werden dann die Frage uns stellen, wie gehe ich jetzt mit diesem Roboter um? Soll ich ihn so behandeln, als hätte er eine Seele? Er tut so, als ob. Aber ich weiß ja im Prinzip, wie er funktioniert. Deswegen kann er ja keine haben. Also ich denke, wenn ich vernünftig mit so einem Roboter interagieren will, dann werde ich ihn so behandeln wie einen anderen gegenüber auch. Und der Unterschied zwischen Mensch oder Roboter wird schwinden. Und die Frage, ob der eine Seele hat oder nur so tut, als wenn er eine Seele hat, wird sich vielleicht irgendwann reduzieren auf die Frage, hat mein Freund eine Seele oder hat er keine oder tut er nur so? Die Solipsisten im Mittelalter, die haben ja behauptet, nur sie selber haben eine Seele, weil sie nur ihr eigenes Innenleben kennen. Und die anderen, die verhalten sich ja nur so, als hätten sie ein Innenleben. Und das heißt, ich glaube, langfristig wird sich diese Fragestellung verdünnisieren, weil die Unterschiede schwinden werden. Ich glaube, die Seele, über die du gerade gesprochen hast, das ist wohl vielleicht auch eher die Persönlichkeit eines Menschen oder auch, dass man nicht unterscheiden kann, ob der Roboter oder der Computer eine Persönlichkeit entwickeln kann. Aber Seele, glaube ich, da denken doch die meisten an irgendetwas, was den Körper verlassen kann, das, was überlebt, wenn man stirbt oder so. Das ist wahrschelich im religiösen Sinn. Ich denke an die Persönlichkeit. An Persönlichkeit, ja, okay. Ich hätte jetzt eine ganz andere Frage. Ich sehe bei Sodal ein grünes Häkchen. Bedeutet das eine Wortmeldung oder? Liebe Margit, ich bin technisch so unbewegt, dass ich das grüne Häkchen nicht wegkriege. Das heißt Zustimmung, denke ich. Einfach erneut draufklicken. Jemandem hat er zugestimmt. Ja, danke. Okay, alles klar. Entschuldigung, ich war auch so unbedacht. Ich wusste nicht. Ja, alles wunderbar. Aber wenn du mich schon mal angesprochen hast. Ich denke, die Hülya war vor dir dran. Ja, gerne. Also, es gibt gewisse Spielregeln hier bei so einer Zoom-Konferenz. Wer zuerst die Hand hebt, ist zuerst dran. Nicht wer am lautesten schreit. Ja, ich weiß leider nicht, wo man die Hand einschaltet. Unten bei Reaktion ganz unten. Ja. Okay, alles klar. Da ist bei mir ein Smiley, aber keine Hand. Genau, da geht man aber drauf und dann kommt das. Okay, gut. Dann werde ich mir das merken. Danke nochmal. Mir ging es nur darum, dass bei der Seelendefinition von Ihnen, Herr Fischbach, dann müssten wir auch darüber sprechen, den Robotern natürlich Rechte und Pflichten zuzuordnen. Also dann reden wir ja auch von einem Umgang, der entsprechend auch wie bei einem Menschen ist. Wenn wir einen Roboter oder ein KI-System so wahrnehmen, wie Sie es beschrieben haben, dann müssten wir auch darüber nachdenken.
Sie können ja mal googeln danach. Sie sehen, dass im Netz schon viel darüber geschrieben worden ist, über Computerrechte, Computerpflichten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Asimov kennt, ja, diesen Science-Fiction-Autor. Den habe ich früher als Student geliebt. Und der hat ja seine drei Robotergesetze aufgestellt. Und Roboter, wenn sie denn tatsächlich uns auf der Straße in Zukunft häufiger begegnen und wenn sie unsere Einkaufstaschen tragen sollen, müssen ja auch bestimmte Regeln einhalten. Sie werden Rechte und Pflichten haben. Rechte schon deshalb, weil ich auch meines Nachbarns Roboter nicht einfach zerschlagen darf, weil das ist ja Eigentum. Also der hat auf jeden Fall auch eine Bestandsgarantie. Und Pflichten, er darf natürlich selber für andere keine schädlichen Tätigkeiten unternehmen. Er darf keine Menschen schaden. Und er sollte möglichst, weil er ja wertvoll ist, auch auf sich selber aufpassen. Und jetzt habe ich schon indirekt alle drei Gesetze von Asimov genannt. Darf ich aushelfen? Ja, natürlich. Das oberste Gesetz ist, du darfst keinem Menschen schaden oder durch Nichttun Schaden zulassen. Das ist eine ziemliche Verfeinerung. Das zweite ist, du musst den Befehlen eines Menschen Folge leisten, es sei denn, das kollidiert mit dem ersten Gesetz. Das dritte, du musst auf deinen Selbsterhalt achten, es sei denn, das kollidiert mit dem zweiten Gesetz oder mit dem ersten Gesetz. Es gibt tatsächlich noch ein nulltes Gesetz, das beinhaltet, du darfst der Menschheit nicht schaden. Was natürlich impliziert, dass er einzelnen Menschen sehr wohl schaden kann. Ja, also man kann sich einige Menschen vorstellen, ja, denen man vielleicht lieber schaden würde, um der Menschheit zu helfen. Ja, ja, es ist eine verfahrene Situation, definitiv. Ja, genau. Ich könnte da gleich anknüpfen, aber ich will auch nicht irgendwie in den Gedankenfluss gerade allzu sehr reingrätschen. Du bist im Moment der Einzige mit erhobener Hand. Okay. Ja, wenn wir das auf künstliche Intelligenzen, Roboter, was auch immer für künstliche, eventuell entstehende Bewusstseinsinhaber ausdehnen, dann sind wir auch ganz schnell bei einer Diskussion über Tiere. Und da wird natürlich auch schon heftig diskutiert, nach welchem Gorilla geben wir als erstes da auch gewisse, vielleicht eingeschränkte Bürgerrechte oder Bonobos, Schimpansen, was auch immer. Und bis wohin geht, wo müssen wir die Grenze ziehen? Ja, wo empfindungsfähige Wesen dann einfach sagen, Mensch, ich finde es gar nicht so schön, hier auf den paar wenigen Quadratzentimetern den ganzen Tag zu stehen und irgendwann einfach nur tot zu sein und in der Zwischenzeit gelitten zu haben. Wie sieht es mal aus irgendwie mit ein paar anderen gescheiteren, zumutbareren Rechten für die Schweinezucht, die Tierhaltung bei Kühen etc. pp. Also ich glaube, dass sich das nicht allein jetzt auf irgendwelche Maschinen und Computer begrenzen lässt. Da muss man die anderen Sachen, glaube ich, mit reinnehmen. Und dann kommen wir in ganz, ganz wilde Gewässer, fürchte ich. Das ist ja, aber bombastisch, glaube ich. Für Menschenaffen habe ich schon auch einen Vortrag mal gehört. Also die Überlegungen gibt es auch. Ja, ja, außerdem finde ich schön, dass Asimov jetzt nochmal genannt wurde. Den halte ich tatsächlich für den begabteren und weiterdenkenderen gegenüber den genannten Bodström und ich kann mir den Namen von diesem Historiker, glaube ich, immer nicht merken, aber der halt da die Geschichte der Menschen geschrieben hat. Ich bin von beiden nicht so angetan, offen gestanden, von Asimov umso mehr, weil er es auch immer irgendwie in charmante Geschichten, ja, der war es, Harari, danke. Weil er es auch immer irgendwie noch in charmante Geschichten verpackt hat, die jetzt nicht allzu komplex waren, dafür aber die Themen als solche sehr komplex waren. Ja, naja. Rosemary, wolltest du noch was? Ich habe es einfach sehr interessant gefunden. Danke vielmals.
Und ich denke, wir können uns privat mal drüber unterhalten. Aber es war sehr lohnend, den Vortrag zu hören. Und die Diskussion habe ich auch sehr interessant gefunden. Und ich verabschiede mich jetzt. Okay. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute, ja. Das war's. Ja, dir auch. Tschüss. Karl, ich wollte mich langsam verabschieden und komme nochmal auf eine Passage zurück. Da hast du gezeigt, dass wir heute schon Möglichkeiten haben, Fotos und auch Filme so darzustellen, dass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen real und fake. Wenn ich mich heute Abend verabschiede, dann gebe ich der Hoffnung Ausdruck, dass wir heute Abend real miteinander gesprochen haben und es kein Fake war. Ich bedanke mich, es war hochinteressant und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Okay. Ja, ich sage mal schönen Dank noch. Karl, war interessant. Die tiefe wissenschaftliche Grundlage und ich fand die Diskussion im Anschluss daran bemerkenswert und ich habe mich sehr gefreut, daran teilnehmen zu dürfen. Danke dir. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören und wir beenden das dann jetzt heute Abend. Es war auch für mich interessant, in der Diskussion zu sehen, wie so ein Stoff verarbeitet wird. Vielen Dank.